Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute monothematisch geht es nur um die Tour de France und da freue ich mich ganz besonders, dass der Thomas sich die Zeit genommen hat und heute mit dabei ist, als Journalist, als Fachmann, als Freund des Ganzen. Hallo Thomas, guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Das ist schön. Dein Umzug ist gut. Warte mal, hörst du da noch was? Hast du ein Rauschen? Ganz leicht, ja. Ja, komisch. Ist das bei dir? Bei mir ist es nicht. Ist es bei dir? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht. Komisch. Das hat doch früher nur der Chris immer veranstaltet, dieses Rauschen. Hat der Chris sich hier reingehackt? Hallo, da bin ich. Überraschung. Ja, du hast, wir haben extra bei deinem Bewährungshelfer beantragt, dass du heute mal rauskommst aus dem Knast. Ja. Sozusagen Freigang fürs für den wie heißt er nochmal? Chris, habe ich vergessen, so lange her. Schön, dass du mal wieder mit von der Partie bist, wie man so schön sagt. Genau, hallo. Also ich hatte jetzt wirklich in den letzten Monaten leider relativ wenig Zeit, aber jetzt Tour ist ja dann doch so der Jahreshöhepunkt für jeden Radsportfan und da habe ich mir dann doch mal gern wieder die Zeit genommen. Freue mich wieder dabei zu sein. Ich würde behaupten, deine Freundin hat dir mal wieder freigegeben. Ach nö, also da bin ich doch recht eigenständig, was die Entscheidung angeht, aber klar, für den heutigen Abend hat sie mir das zugestanden. Ja, das zugestanden, genau, das ist die wahrscheinlich richtige Formulierung. Dein Umzug ist heute zu Ende gegangen, alles gut gelaufen, Thomas? Alles gut, ja, wunderbar, super. Ja, dann können wir ja loslegen. Wir dachten, wir haben ein Grundkonzept stehen, was wir beliebig verändern, wie also immer. Als erstes habe ich gestern Abend schon angekündigt, dass wir heute eine Sendung machen und habe dann geschrieben, unsere Pre-Show. Und da kam direkt der Kommentar, also ne, ich habe ihn hinterher namentlich gekennzeichnet, dass ich damit nicht in Verbindung gebracht werde vom Chris. Beschreiben wir mal, also wie viel habt ihr von der Show gestern gesehen? Also ich habe sie mir tatsächlich ganz angeguckt. Das lag jetzt weniger an den Personen, auf die wir später noch eingehen. Es lag einfach daran, dass ich jetzt schon wieder richtig heiß auf die Tour bin und mich einfach auf jeden Fahrer da gefreut habe. Auf jeden einzelnen? Ja, jetzt natürlich nicht auf jeden einzelnen Fahrer, aber man muss schon sagen, bei fast jedem Team war ja zumindest fast ein Fahrer dabei, der wirklich jetzt ja interessant ist, entweder fürs Gesamtklassement, fürs Bergtrikot oder vielleicht auch ja der eine oder andere deutsche Fahrer, sind ja dieses Jahr wieder zahlreiche deutsche Fahrer mit am Start, wo ich mir einfach mal gedacht habe, Mensch, ist doch mal schön. Du merkst, also wir werden heute da bei deine Worte besonders auf die Goldwaage legen. Ne? Ja. Das, da wird mit anderem Maß gemessen als sonst. Ne? Du musst ja jetzt einiges an, also nicht so, dass du jetzt mehr Freifahrtschein für Blödsinn erzählen hast, ne? Weil du die letzten Monate nicht genutzt hast, sondern da wird mehr drauf geachtet. Hast du es gesehen, Thomas? Ja gut, die Eventisierung des Radsports schreitet ja auch immer weiter voran und von daher ja, konnte man sich das ja nicht entgehen lassen. Und ich habe ja zwar nicht alles angeguckt, aber doch, größtenteil. Ich muss gestehen, ich bin um 18, ich dachte, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob ich das irgendwo, wann hat das angefangen, 18 Uhr oder 18.30 Uhr? 18.30 Uhr. Ich habe um 18.34 Uhr angemacht und da dachte ich, okay, jetzt kommt irgendwie ein bisschen Einstimmung, so ein Filmchen, so ein wie sagt man, Imagefilm von Düsseldorf und so. Aber da stand Simon Geschke schon auf der Bühne und wurde interviewt. Haben die wirklich angefangen? War Simon Geschke der erste Interviewte oder war ich da irgendwie, war ich in einer anderen Zeitzone? Puh, also ich glaube nicht, dass das Team Sunweb das erste war. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. War, glaube ich, bei den ersten mit dabei. Also es war jedenfalls generell. Ging ja Schlag auf Schlag, dann musste ja irgendwie diese 22 Mannschaften da in einem bestimmten Zeitrahmen durchbringen und da hat ja jede Mannschaft nur ein Fenster vielleicht von anderthalb, zwei Minuten und dann müssen die schnell runter und die nächste. Es war voll, das kann man nicht beschreiten. Ja, zumindest der Platz, was man so aus der Fernsehperspektive da so gesehen hat, war schön komplett gefüllt, also was mich vor allem gefreut hat, dass es jetzt gestern noch nicht geregnet hat, weil das hätte sicherlich dazu beigetragen, dass da vielleicht doch eher weniger Zuschauerresonanz da ist und wie man sieht, Deutschland interessiert sich für den Radsport und ich fand's, ja, von einigen Aspekten abgesehen, eine schöne Veranstaltung.
Ich habe nur noch in Erinnerung die, die Veranstaltung damals in den Niederlanden, wo die mit dem Schiffchen so auf den Grachten dahin gefahren sind. Das ist so ganz lebhaft bei mir. Und ich fand das da, also das, was ich gesehen habe, also die etwa 120 Sekunden, irgendwie ein bisschen liebloser, muss ich sagen. Ich weiß, ich die Bühne so klein und das war, ich habe schon Veranstaltungen gesehen in der Hinsicht, die ich irgendwie gelungener fand. Oder täusche ich mich da? Oder war dieser kleine Eindruck, dieser Ausschnitt, den ich betrachtet habe, zu wenig, um mir ein komplettes Bild zu machen? Nee, also ich finde auch, also es gab da schon schönere Veranstaltungen in den letzten Jahren, wenn man jetzt mal von negativen Begleiterscheinungen abschaut, oder absieht. 2006 sind sie ja da auch mit kleineren Bötchen gefahren. Sie sind da, glaube ich, öfter schon mal mit Bötchen gefahren. Die Kulisse war teilweise schon mal ein Stück weit spektakulärer, muss man auch dazu sagen. Ich fand es teilweise gestern ein Stück weit trostlos. Ja, es gab ja auch zum Beispiel das ganz krasse Gegenbeispiel, 2011 war das, glaube ich, als die in dieser Arena als Gladiatoren einmarschiert sind, die Fahrer. Und das, stimmt. Vielleicht hätte es das ja gestern das war so, aber auch die, so geben können. Das war aber so die andere Seite des Extrems, finde ich. Ne? Also das war schon ein bisschen sehr drüber. Wer war das nochmal, der dann auch so in einen Gladiatorenwagen da reingekommen ist? Bischoff, oder nicht? Ja, stimmt. Klar. Ja, okay, aber mit dem Namen kannst du es auch machen. Ne? Also mit dem Namen kannst du auch mit dem Hammer reinkommen. Das ist wieder was anderes. Aber ja, genau. Also ich habe gestern die ganze Zeit überlegt, was für ein Wort fällt mir dafür an? Und ich glaube, das Passendste ist irgendwie lieblos. Also lieblos erschien es mir ein bisschen. Ja, es war auch für mich eine ziemlich kleine Bühne irgendwie. Also wie so ein Gartenhäuschen so ein bisschen. Und habe heute Morgen auch schon mit Personen gesprochen, die selber an so Veranstaltungen schon öfter mehr als einmal teilgenommen haben und habe auch die Causa zu besprechen gleich noch kommend besprochen. Und was soll man sagen, also was halten wir von Jens Vogt als sozusagen Kommentator einer solchen Veranstaltung? Also er wirkte gestern aus meiner Sicht ein Stück weit überfordert. Also ich meine, Jens Vogt ist sicherlich ein erfahrener oder bahnerfahrener Rennfahrer und ist auch, was die Medien angeht, jetzt kein Mensch, der sich da verstecken braucht. Aber ich glaube, dass die Veranstaltung gestern ein Stück weit zu groß für ihn war. Also ich glaube, da hat es dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch aufgrund der Nervosität da irgendwie doch ganz schön gemangelt. Also ich fand manche Aussagen da schon so ein bisschen wild, also wenn man beispielsweise ein Team Emirates fragt, ob sie auch einen Sprinter dabei haben, obwohl da ein Ben Swift im Aufgebot steht, wenn man da drei verschiedene Fahrer als Arnaud Demar bezeichnet und anspricht, die allesamt nicht Arnaud Demar sind, dann hört es irgendwie bei mir mit dem Verständnis auf, zumal Arnaud Demar allein anhand des Trikots des französischen Meisters eigentlich ganz, ganz leicht rauszufinden war. Und da denke ich mir halt auch, das ist ein Weltklassefahrer, mit dem ist er selber noch gefahren. Also das fand ich schon erschreckend. Ja, aber gut, der Veranstalter wird sich natürlich gedacht haben, wir brauchen zwei bekannte Gesichter, die nicht nur dem Radsportpublikum bekannt sind, sondern auch der breiten Masse noch was sagen. Und für jemanden, der jetzt, also Tante Hildegard mit 85, die da zuschaut, die kennt vielleicht noch den Jens Vogt und die wird den Unterschied zwischen Arnaud Demar im französischen Meistertrikot und einem anderen FDG-Fahrer nicht kennen. Das habe ich, genau diese Argumente waren auch bei uns heute Morgen im Gespräch. Ne? Für wen ist diese Veranstaltung? Ne? Und wie schlimm ist es dann, einen Fahrer falsch vorzustellen oder nicht mit richtigem Namen? Ne? Also den Namen hat eh, also... Ja, aber... Wenn ich da mal zwischengrätschen darf, welche 86-jährige Oma schaltet an einem Donnerstagabend um 18.30 Uhr auf Eurosport? Also du meinst, ja, aber das ist ja das Problem grundsätzlich, ne? Willst du nur für uns senden oder willst du versuchen, möglichst breite Masse abzuholen? Und davon leben nun mal die Medien, von der breiten Masse. Und da stellst du dann eher den Jens Vogt hin, als du es vielleicht einen Chris Belmonte dahin stellst, ne? Ja, nee, das auf jeden Fall, aber vielleicht hätte ich mir das gewünscht, vielleicht so eine Kombi mit einem, der vielleicht wirklich rhetorisch und moderationstechnisch geschult ist und dann noch so ein Profi als Aushängeschild. Also, weil da hätte man vielleicht so einen Marc Bartor gewünscht, ja. Ja, der auch dann so an der Schnittstelle zwischen Medien und Sport dann wirklich da schon fast fungiert. Und was ich generell gut finde an der Situation, dass er da Marcel Wüst, der
aus meiner Sicht das besser gemacht hat als Jens Vogt. Was ich noch positiv fand, war, dass sie wirklich sehr, sehr viele Sprachen abgedeckt haben. Mhm. Also, dass man da sowohl Interviews auf Spanisch, Französisch, Deutsch, Englisch und so weiter hat führen können. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Also, dass man da auch die Fahrer in ihrer Landessprache jeweils abholen konnte. Mhm. Und dafür ist Jens Vogt halt auch wieder jemand, der nun mal mit Französisch, Englisch, Deutsch schon mal drei wichtige Sprachen abdeckt. Ich habe auch hinterher überlegt, Eurosport hat ja auch aus Deutschland kommend gute Moderatoren, die man da durchaus also hinstellen hätte können. Also ein bisschen irritiert davon, von nur zu, und sei es einen, wirklich einen, wie soll man sagen, so concierge-mäßig das Ganze begleitenden Menschen, der sozusagen das Ganze so ein bisschen in geordnete Bahnen bringt, ne, und das Gespräch führt. So wie es ja bei uns auch ist, ne? Also ihr zwei Fachleute und ich, der euch versucht, ein bisschen den Zaun zu halten und um die Ecken bringt. Ja, was vor allem, was ich mir halt denke, für mich war das auch eine Sache der Vorbereitung. Also ich glaube, Jens Vogt und vielleicht auch Marcel Wüst waren gefühlt für mich auch nicht wirklich gut vorbereitet, weil beispielsweise an Ramunas Navadauskas, bei dem steht seit 1-2 Wochen fest, dass er bei dieser Tour nicht mitfahren kann, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Der wurde aber beim Team Bahrain Merida als Starter verkündet. Das sowas kann aus meiner Sicht bei so einer Veranstaltung nicht sein, oder dass man dann beim Team Direct Energy, wo jetzt ein Coquard nicht nominiert ist, da plötzlich in Romain Sicard als Sprinter verkaufen will. Also das ist was. Aber da muss ungern ist das falsche Wort, aber so neutral ich da bin, da muss ich dir in Schutz nehmen. Also das ist der Job der Redaktionen, oder? Du kriegst Thomas. Ja, eigentlich erwarte ich, dass jeder von den zwei, Wüst und Vogt, und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt, für jedes Team ein Kärtchen bekommt, wo die neuen Namen draufstehen und dahinter vielleicht einfach noch beim Sprinter, nur kurz Sprinter und beim... Ja, aber das ist der Job der Redaktion. Das ist nicht der Job. Ja, ich würde schon ein Stück weit auch sagen, dass es auch eine Sache der Vorbereitung ist. Wie du eben, und aber glaubst du denn, Thomas Gottschalk hat, bevor er bei Wetten das moderiert hat, von jedem Gast die Filme sich da aufschreiben lassen, hat er auch eine Karte hingelegt bekommen? Also ja, aber worüber reden wir hier? Wir reden ja auch drüber, dass da Fahrer dabei sind, mit denen Jens Vogt teilweise 5 Jahre zusammen im Peloton gefahren ist. Romain Sicard hat die Tour de l'Avenir und gewonnen vor einigen Jahren, war auch Gewinner der U23 WM, also das ist auch ein Name, den man als Fan sowieso, aber wenn man auch mal mit den Fahrern so zusammengefahren ist, doch einfach kennen sollte. Ich meine, Jens Vogt ist jetzt auch niemand, der jetzt dahingestellt wurde und da jetzt eine Präsentation machen sollte. Der hat den Beruf 20 Jahre lang ausgeübt und hat da mit diversen Fahrern ja da auch zusammen Rennen bestritten. Thomas, du als Redaktionsfachmann, wie ist dein... Wie viel ist da, wie viel, oder du hast da mehr Einblick, als wir es haben, wie viel Arbeit, also es ging vor Tagen ja sehr, haben wir darüber hier gesprochen oder haben wir nebenher darüber gesprochen? Das schöne Video des Sky-Moderators, viral, wie man heutzutage so schön sagt, der sich sogar den Kaffee hat umrühren lassen. Wie viel ist in so einer Geschichte, also wie viel ist Job des Moderators und wie viel ist das der Redaktion, ihn darauf vorzubereiten, das und das und das? Musst du erzählen. Ja gut, oder? In dem Sinne hat ja der Jens Vogel gar keine Redaktion, sondern der wird dann natürlich extern eingekauft worden sein und sich dann auch darauf vorbereitet haben oder beziehungsweise wird jemanden gehabt haben, der ihn da zur Seite gestanden hat. Mhm. Also und dann gilt vielleicht die Kritik jetzt nicht auch, vielleicht nicht nur Jens Vogt, aber generell, ich meine, das ist ein Event, die Tour de France, die richtet man in Deutschland vielleicht alle 20 Jahre aus. Da schaut das nicht so passiert. Da schaut die ganze Radsportwelt an diesen wenigen Tagen auf Düsseldorf. Und dann frage ich mich schon, wie man da so in Anführungszeichen dilettantistisch sich darauf vorbereiten kann. Also auch wenn da jetzt die Redaktion oder irgendein Praktikant, keine Ahnung. Ich glaube, die Vorbereitung macht. Ich meine, klar, ein Jens Vogt, der schaut jetzt auch nicht jedes Rennen, das da im Fernsehen kommt und spielt auch nicht den Radsportmanager, informiert sich wahrscheinlich auch nicht jeden Tag auf cyclingnews.com und ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so drin. Also da habe ich durchaus Verständnis, aber das ist so ein Event, wo ich einfach erwarte, dass man mit dem größtmöglichen, mit der größtmöglichen, wie soll ich der sagen, Seriosität. Der bestmöglichen Performance. Der,
sich. Genau, vor allem Jens Vogt so in der Größenordnung sicherlich seine erste Veranstaltung. Da hat bestimmt ein Stück weit die Nervosität dazu beigetragen, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gehakt hat. Aber mein, es ist ja auch für ihn eine Möglichkeit, er stellt sich da ja ein Stück weit auch ins Schaufenster, vielleicht für weitere Radsportveranstaltungen. Ich meine, wir haben nächstes Jahr wieder eine Deutschlandtour in Deutschland, wo man sich ja auch vorstellen kann, dass das ja auch vielleicht ein Gebiet sein könnte, auf dem man auch in Zukunft da noch also, wirken kann. Ich glaube, ja, aber ein Stück weit macht man jetzt auch aus einer Mücke einen Elefanten. Also sicher war das nicht jetzt das Optimum, aber ja gut, es ist halt so gelaufen, wie es gelaufen sagen wir mal. Aber ich sage mal, außerhalb unserer Radsportfachleuten wird davon nicht so viel Notiz genommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt auch mal, der Durchschnittszuschauer, der gestern gedacht hat, Mensch, in Düsseldorf, da stehen Schilder, ich gehe da mal hin und guck mal, was da gerade so passiert, der wird es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Sicherlich. Also von daher kritisiere ich hier was wahrscheinlich den Großteil der Menschheit sowieso nicht interessiert. Aber mich hat es gestern, also ich habe mich teilweise ein Stück weit fremd geschämt gestern. Wir können uns darauf einigen, glaube ich, die Veranstaltung hätte in Köln definitiv Enrico Marx moderiert. Und ich denke, wir alle sind der Meinung, dass das ein deutlich besserer Moderator gewesen wäre. Er hätte die Fahrer gekannt, er hätte schon mit die eine oder die andere eine Bierchen getrunken oder eine Weinchen. Und am Ende wird es so sein, dass er ist der Einzige, der die Deutschlandtour in dieser Form bei solchen Veranstaltungen präsentieren kann. Ich glaube, dass dann hätte Degenkolb wahrscheinlich nicht mit ihm gesprochen auf dem Podium. Naja, also machen wir den Deckel da drauf. Ein Punkt würde ich gerne noch ansprechen, wenn wir die Zeit noch kurz haben. Immer. Wie fandet ihr so diese Begleitstände auf der Zufahrt hin zur Bühne? Da gab es ja so Podeste, auf denen ja teilweise Leute standen, die ich jetzt so gar nicht kannte oder wo ich mir dann auch gedacht habe, was sollen die da jetzt ausdrücken oder zum Ausdruck bringen? Ja, aber das waren berühmte Düsseldorfer, oder nicht? Also ich habe es, wie gesagt, ich habe einmal wirklich nur die Tour da vorbeifahren sehen. Ich habe gesehen einen Kürbis, ne, oder nee, dünnes Eis. Ich weiß nicht, wie das in Düsseldorf heißt. Bei uns heißt das Kürbis. Ein Kellner sozusagen. Ne? Dann habe ich gesehen, wen habe ich denn noch gesehen? Kraftwerk natürlich. Ne, also die vier Herrschaften in den, ich glaube, rote Hemden, schwarze Hosen waren es, die heute oder morgen, ich weiß gar nicht genau wann, aber ein Konzert spielen. Und wenn irgendein Hörer jetzt das noch hört und mir eine Karte schenken möchte, ich wäre sehr, sehr glücklich darüber. Was war denn dann noch? Also beschreib mal, da war noch Boys, ja, glaube ich, ne? Dann war noch irgendwas, keine Ahnung, Mode und Shoppen oder sowas, wo ich mich dann auch frage, okay. Ja, Düsseldorf Modestadt. Also das ist jetzt außerhalb von NRW vielleicht nicht bekannt, aber Düsseldorf ist halt eine Modestadt. Deswegen, oder gilt in Nordrhein-Westfalen als die Stadt der Mode. Nachvollziehbar. Also ich das hat mich jetzt nicht irritiert, ne, dass eine Stadt sich da auch in irgendeiner Form präsentieren will. Ich erinnere nur daran, dass bei der Olympiade 1972 ein Dackel namens Waldi das Maskottchen war und durch alle Stadien lief. Also da will sich eine Stadt ja auch ein bisschen hervortun. Das fand ich jetzt noch so sogar fast sympathisch. Okay, nee, weil ich mit den Leuten teilweise einfach nichts anfangen konnte. Ja, also ich habe aber auch nur die, wenn ihr noch ein Beispiel bringen könntet, also ich weiß nicht mehr, ich sah den Kürbis, ich sah Kraftwerk, ich sah Boys. Gut, so sehr sind sie dann auch nicht in Erinnerung geblieben. Machen wir weiter. Morgen ist dann so das Einzelzeitfahren. Wir bedauern es wahrscheinlich alle, aber es sieht fast danach aus, als würde es den ganzen Tag regnen. Ich bin morgens auf so einer, weiß gar nicht, ob es eine Veranstaltung ist oder nur ein Treffen oder sonst was. Da fahre ich auf jeden Fall für nach Düsseldorf und dann muss man sich ja schon fast überlegen, ob man da bleibt. Eigentlich kann man die Tour nicht auslassen, aber ich gucke mal aktuell, ne, jetzt 20.10 Uhr, Wetterbericht sagt eigentlich von morgens 5 Uhr 65% Regen, 95%, 95%, 90%, 40%. Also es wird ab 17 Uhr ein bisschen besser, aber eigentlich wird es den ganzen Tag schiffen. Traurig, aber was will man machen? Naja, wobei ich sage, so als Fan, lieber den ganzen Tag Regen, als dass es irgendwann zwischendrin dann mal sich ändert. Gell? Also hatten wir ja auch in den vergangenen Jahren schon, dass es dann beispielsweise in der Mitte von so einem Zeitfahren dann plötzlich angefangen hat zu regnen oder zu winden oder sonst was. Wenn es den ganzen Tag regnet, hat man zumindest faire Bedingungen, was das angeht. Also ich heiße auf die fairen Bedingungen, ich werde nass, darum geht es mir in dem Moment. Ja,
gut, da muss man dann halt auch mal in den sauren Apfel beißen, gell? Also ich meine, die Tour, die... Sagte er, der eben gesagt hat, ich schaff's dann doch nicht nach Düsseldorf, es wird ja regnen. Ja, man muss jetzt aber allerdings auch mal die Anfahrt bedenken. Also es ist halt schon, also ich war dieses Jahr schon dreimal in Köln beziehungsweise Düsseldorf, also... Und da ist es natürlich... Ja, und waren die Gründe wichtiger als die Tour? Das müssen wir jetzt mal hier auf den Tisch bringen. Gut. Ne, das dauert viel zu lange, bis du antwortest. Das dauert schon zu lange. Hast schon verloren. Ich würde jetzt mal sagen, für einen Rheinländer ist der Karneval definitiv wichtiger als eine Tour de France wahrscheinlich. Hast du jetzt deine bayerischen Wurzeln abgelegt und bist jetzt Rheinländer oder wie soll ich das werden? Nein, aber ich habe da Leute besucht und dann, wenn man noch auf eine Hochzeit eingeladen ist und dann zwei Wochen davor noch auf dem Junggesellenabschied. Ich denke, das sind dann auch noch mal Punkte, wo man sagt, okay, das geht dann privat auch noch mal eine Ecke drüber. Naja, lass ich ganz langsam um sich ergelten. Wird sich also morgen Zeitfahren. Vielleicht sprechen wir kurz darüber. Ist ein Zeitfahren, wie viele Kilometer sind es? Ich habe immer 14. 14. Ich habe irgendwas mit 4 immer im Kopf, aber es sind 14 und nicht 24. Toni Martin fiebert, glaube ich, wie selten jemand auf dieses Ereignis hin. Und ich glaube auch, dass ihm sehr, sehr viele morgen diesen Sieg gönnen würden und das gelbe Trikot. Und er hat so oft schon Pech gehabt oder eine Mischung aus Pech und Unvermögen vielleicht auch, aber... Ja, mehr oder weniger, sage ich mal so, steht und fällt ja seine Saison ein Stück weit morgen mit diesem Tag. Es ist sein Tag, auf den er jetzt quasi seit einem Jahr hinfiebert. Und ich glaube, das würde ihn schon auch persönlich sehr, sehr stark treffen, wenn es jetzt morgen nicht klappen würde. Mhm. Wobei er auch, ja, denke ich, dadurch jetzt ein bisschen, ja, geminderte Chancen hat durch das schlechte Wetter. Mhm. Weil ein Parkour mit guten Bedingungen würde dem Toni Martin natürlich jetzt in den Kurven, sage ich mal, gegenüber manch anderem Fahrer entgegenkommen, weil es dann doch der super, super, super beste Techniker ist. Wobei man da ja auch morgen jetzt auch sehr, sehr lange, also was heißt lange, aber man hat ja da schon auch kilometerlange Geradeauspassagen. Also ich denke, da führen ja zumindest so 6-7 Kilometer. Ja, die ersten 4 Kilometer sind ja im Prinzip nur geradeaus. Genau, und die geht's ja dann genau so nochmal zurück. Also es hätte sicherlich einen komplizierteren Kurs für Toni Martin geben können, aber natürlich, klar, bei trockener Strecke, da geht man da doch lieber mal noch das ein oder andere Risiko lieber ein als jetzt. Andererseits, wenn man sich jetzt anschaut, also ich guck mir, hab mir jetzt mal aufgerufen, die wie ich das immer so mache, die Bet & Win Tippergebnisse. Unter den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sagen wir mal die ersten 7 Fahrer, sind zumindest 3 Fahrer, wo ich mir einbilde, die fürs Gesamtklassement auch eine gewisse Relevanz haben. Richie Porte, Chris Froome und Michael Kwiatkowski. Die werden der letzte nicht. Also Kwiatkowski wird ganz klarer Helfer sein und ist im Hochgebirge. Ja, ich sag damit nicht, dass er, nein, du hast mich falsch verstanden. Ich sag nicht damit, dass er auf Gesamtsieg fährt, sondern dass er als Helfer eine so wichtige Rolle spielt, dass er morgen nicht in letzter Konsequenz auf Tagessieg fahren wird. So meine ich das. Morgen werden alle voll, also so ein Kwiatkowski wird sicherlich voll fahren. Er wird doch bei Regen auf nasser Straße ein anderes Risiko eingehen als in Toni Martin. Meinst du nicht? Es ist seine Chance, eine Etappe, also klar, was heißt eine Etappe gewinnen zu können, also es wird sicherlich schwierig, aber während der 3 Wochen wird er sicherlich wenig Chancen haben, morgen ist er noch frisch, es ist ein Mann, der einen guten Punch hat, der auch sehr, sehr schnell mal ein paar Kilometer fahren kann, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass er morgen da zurückhaltend fährt. Aber wenn du sein Teamchef wärst? Würdest du ihm sagen, pass auf, morgen Attacke 100% und wenn da eine Kurve ist und du hast 90% Risiko, dass du stürzt, die 10%, die du durchkommst, sind aber genug, wenn du damit die Etappe gewinnst, Vollgas? Oder würdest du sagen, hey, pass auf, du bist einer unserer wichtigsten Helfer, nimm lieber am Ende, wenn's knapp wird, nimm lieber raus, weil ich brauche dich noch, bevor du hier stürzt? Also ich wüsste als Teamleiter 100%, was ich sagen würde. Naja gut, letzten Enden, ja, ist schwierig zu sagen. Allerdings darfst du als Teamleiter natürlich auch nicht vergessen, welche Rolle die Mannschaftswertung spielt. Gell? Also anhand der Mannschaftswertung ergibt sich die Reihenfolge des
des Konvois. Das heißt, du brauchst da schon deine Fahrer, die da top fahren. Sonst stehst du dann halt auf der zweiten Etappe nicht an zweiter Stelle, sondern vielleicht an 12. Stelle. Und wenn es Absolut. dann halt kracht, stehst du eine Weile länger. Also von daher ist das schon wieder ein Argument zu sagen. Oder vielleicht auch das Argument, Kwiatkowski, probier mal, wie schnell du über den Kurs kommst. Sag mir, wo es wirklich gefährlich wird. Das sagen wir dann später dem Chris. Auch eine Möglichkeit. Okay, ne, sind ich glaube, es gibt für beide Seiten gute Argumente, aber was ich damit sagen will, von den Top 7, bei schlechtem Wetter fallen schon mal mindestens Port und Froome, die nicht 100% fahren werden, um die Ecken raus. Und dann haben wir halt, wir haben jetzt als Primož Roglič auf Platz 2 Ross van Emden, auf 3 Stefan Küng. Stefan Küng, ja. Stefan Küng. Auf 4, das sind so die Jonathan Kest, ich kann ihn nicht aussprechen. Castro Viejo. Auf Platz 5, also das sind so die Bettern-Win-Tipps. Aber Tony Martin schon, ich will nicht sagen sehr klar, aber also ich würde jetzt immer noch keine 10 Euro auf ihn wetten. Ja, also man muss jetzt ja auch dazu sagen, die Zeitfahrergebnisse dieses Jahr waren jetzt auch nicht so überragend. Ja? Also bei der Dauphiné beispielsweise hätte ich dann doch gedacht, gut, dass er da das Zeitfahren gewinnt, aber da hat ein Richie Port ihm doch gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, aber es ist jetzt niemand auch, also wenn ich ne, nach dieser Liste gehe, wäre jetzt auch kein anderer dabei, wo ich sagen würde, der hat bis jetzt schon sehr fantastische Zeitfahrergebnisse und den sehe ich morgen vorne. Also der Top-Favorit, den es vor dem Rennen gab, der ist ja jetzt nicht dabei. Ja. Ron Dennis, der hätte sicherlich wieder eine ganz, ganz große Rolle spielen können. Gut, klar, Tom Dumoulin nach dem Giro ist sicherlich jetzt nicht mehr so frisch, als dass man ihn da gleich in die nächste Rundfahrt reinschicken wollen würde. Aber man muss schon sagen, es spielt schon viel Tony Martin in die Karten, dass die zwei Fahrer nicht dabei sind. Und ich, ja, sorry, Thomas. Also ich glaube eher, ich sehe da den Roglic stärker als Tony Martin auf der Strecke, weil der jetzt auch bei der Elektro-Tour den Prolog da relativ souverän gewonnen hat. Und ja, spielt so ein bisschen das Alter da auch mit. Und dann ist es ja fast schon so, sagen wir mal, Tony Martin gewinnt das gelbe Trikot im Prolog nicht, dann hat ja schon fast ein Marcel Kittel bessere Chancen auf das gelbe Trikot als Tony Martin. Du meinst am zweiten Tag? Ja. Ich glaube, ja, das ist kein langes Zeitfahren, 14 Kilometer ist nicht so lange, aber ich glaube, dass der Abstand von Marcel Kittel nach dem Rennen über den 10 Sekunden liegt, die es als Zeitbonifikation geben wird. Und spätestens nach der dritten Etappe wird man über den Namen Marcel Kittel für Gelb wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen, weil da gibt es am Ende einen Uphill-Finish, 1,5 Kilometer mit 6%. Da ist dann Marcel Kittel schon weit weg. Also dieses Szenario Kittel, also wie man sich's vielleicht wunschmäßig vorstellt, Kittel hängt sich morgen gut ran oder gibt Gas und kommt da innerhalb von diesen 10 Sekunden an und holt am zweiten Tag Gelb. Ich glaube nicht, dass das ein realistisches Szenario ist, auch wenn er in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt hat, dass er gut mit so Zeitfahren zurechtkommt. Aber ich glaube, er liegt da dann eher so im Zeitbereich vielleicht von 15, 20, maximal vielleicht 30 Sekunden. Also wenn Marcel Kittel bei dieser Tour das gelbe Trikot trägt, irgendwann werde ich bei Rad am Ring eine meiner Runden, die ich da fahren werden muss, kann, soll, in einem T-Mobile-Trikot von 2006 fahren. Das ist eine große Strafe für mich, aber das werde ich machen, weil so sehr wette ich darauf, dass es nicht passieren wird. Ich hatte schon Angst, dass du sagst, du wirst nackt fahren, weil dann wäre es nicht nur Strafe für dich, sondern für alle anderen auch. Ja, ich sag doch, ich trage das Trikot. Ich habe ja nicht gesagt, was ich sonst noch trage, sonst nichts. Also untenrum dann nichts? Nein, natürlich nicht. Ohne. Nee, Handschuhe und Helm. Also Helm muss man ja. Nee, würde mich freuen, wenn jemand noch bis morgen zum Start der Sendung, nicht der Sendung, des Zeitfahrens, eine Gegenwette liefert, ne? Weil sonst passiert das nicht. Aber wenn jemand dagegen wettet mit Wetteinsatz, dann gilt die Wette. Also ich im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja, aber man muss auch bedenken, wie gesagt, er hat in der Vergangenheit das schon oft gezeigt, jetzt auch wieder bei der angesprochenen Tour in den Niederlanden und da war er auch Weltmeister im U23-Bereich, ja. Ja, trotzdem. Also es ist bei mir aber auch so, das passiert nicht. Das passiert im Leben nicht. Ja, wobei, wenn ich das Zeitfahren von dem Rennen da, das letzte Mal anschaue, ja. Das war kürzer, oder? Ich habe es nicht genau im, oder wie war der Abstand? 6 oder 8 Kilometer, war das nicht eher so Prolog-Charakter? Ja, es war, glaube ich, ein bisschen kürzer.
Wir können ja mal kurz schauen, das lässt das Internet heutzutage ja zu. Also er war da im Prolog tatsächlich drei weiter. Sekunden langsamer als Roglic. Auf 7,5 Kilometer. Sicherlich stark. Wobei ich dann doch denke, wenn man das Ganze, ist ja nahezu die doppelte Distanz, und bei Zeitfahren ist es ja so, dass dann hinten raus die Abstände, also je länger es wird, sich die Abstände fast sogar eher so ein bisschen potenzieren. Von daher, also ich würde es mir natürlich wünschen, dass ein Marcel Kittel morgen sehr, sehr weit vorne mit ankommt, aber ich habe da so meine Zweifel. Ja, aber sei es drum, lassen wir uns überraschen. Klar, das ist eine Spannung, die das Rennen bietet. Also für mich wäre jetzt so das Schönste, wenn es morgen irgendwie dazu kommt, wie soll man das beschreiben? Also ich würde mich einfach Tony Martin wünschen, und ich hoffe auch noch so ein ganz kleines bisschen insgeheim, dass wir es schaffen, dass unsere Kleine lang genug durchhält. Ich werde mal eine kleine Anweisung sozusagen an die Regie, wie man so schön sagt. Ich werde auch mal unseren Livestream bei Mixlr starten, weil ich bekomme jetzt immer die Rückmeldung, es funktioniert nicht so gut hier bei, wo wir gerade sind. Und vielleicht funktioniert es da besser. Mal schauen. Das aber nur so kurz am Rande. Also, wir sind uns einig, morgen wird Tony Martin in Gelb sein. Mehr oder minder. Also der Thomas widerspricht noch ein bisschen, aber den kriegen wir noch soweit. Ja, und ich würde sagen, ich wünsche es mir, aber ich sehe es jetzt auch nicht als sichere Nummer. Okay, aber wir werden am Ende natürlich noch die Tipps grundsätzlich geben. Aber wen siehst du? Also wer, ich sag jetzt, ich bin Team Tony Martin. Wen siehst du, Thomas? In Gelb morgen. Mhm. Ja, Roglic. Okay, ja, hat es ihm gesagt. Dann du noch, Chris? Ja, ich wünsche mir Tony Martin, aber ich glaube, dass es eine ganz enge Kiste ist, und Stefan Küng würde ich jetzt auch nicht rausnehmen aus der Verlosung. Also jetzt okay. Nicht, dass ich jetzt sage, er holt da morgen Gelb. Ich glaube, es wird ein ganz enges Rennen. Ich möchte mich da jetzt eigentlich gar nicht festlegen. Klar, ich würde es mir wünschen für Tony. Aber ich drücke auch allen weiteren Deutschen die Daumen. Also ich denke, wir haben da einige Fahrer, die jetzt vielleicht nicht dann ganz um den Sieg mitfahren können, aber die in guter Form sind. Sonjascha Sütterlin hat jetzt beispielsweise bei der Dauphiné da auch ein super Zeitfahren hingelegt. Der wird jetzt sicherlich nicht morgen gewinnen, aber vielleicht ist in die Top 10 morgen drin, und das wäre ja ein super Ergebnis. Jascha Sütterlin, ist er nicht auch Dritter oder Zweiter bei den Zeitfahrmeisterschaften geworden jetzt letzte Woche? Ja, also er wurde Zweiter, und das Ganze nur 15 Sekunden hinter Tony Martin, also war schon ein Ausrufezeichen, und er war auf der zweiten Runde sogar schneller als Tony Martin, also sagen wir mal so, 5 oder 10 Kilometer hinten raus noch länger, und vielleicht wäre dann der Meister im Zeitfahren Jascha Sütterlin. Mhm. Klingt im ersten Ansatz erstmal so ein bisschen befremdlich. Auf der anderen Seite hat Tony Martin gesagt, er schaut jetzt schon komplett auf die morgige Etappe. Und da ist es dann schon verständlich. Ich meine, da muss er 14 Kilometer fahren. Bei der heimischen Zeitfahrmeisterschaft waren es jetzt, meine ich, so um die 40 rum. Vielleicht hat er da einfach auch mal probiert, wie schnell er so die ersten paar Kilometer fahren kann, und hat gedacht, hinten raus wird mir wahrscheinlich eh keiner gefährlich, dann baue ich ein bisschen ab, aber ich teste mich nochmal richtig am Anfang. Mhm. Vielleicht. Warten wir ab, morgen um diese Zeit wissen wir schon mehr und sind dann auch relativ, also ich bin auch so ein bisschen, wie soll man sagen, also ich freue mich dann auch, wenn das es losgeht endlich, ne? Also dass es durch ist. Zweite Etappe, ich würde sagen, wir machen es jetzt so ein bisschen, dass wir mal die ersten Etappen, ich muss gestehen, ich habe mir bis jetzt, also ich habe hier diverse Zeitschriften noch rumliegen, ich habe auch von einem Hörer eine, naja, ist ein Hörer oder ein Freund, ich würde es eher als Freund bezeichnen, also ich kenne ihn schon viel länger, als ich podcaste, eine Zeitschrift bekommen, wo drin, wo sozusagen der Etappenplan drin ist und so, habe bis jetzt wenig reingeguckt. Ich würde sagen, wir machen mal so ein bisschen eine Übersicht über die ersten Tage bis zum ersten Ruhetag, der dieses Jahr, ich muss mal gerade gucken, ist es am Montag auch schon? Also sicherlich nicht gleich am ersten Montag, das wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Ruhetag ist am 10. Juli, ist aber ein Montag. Ach, dann geht's ganz okay. Ja, dann lass uns mal so die ersten Etappen bis zur nächsten ersten Sendung. Also wir haben nächsten Dienstag einen Snack, vielleicht machen wir dann Donnerstag oder Mittwoch, da gucken wir, Thomas und ich mal, wenn wir Zeit haben, mal rein, oder wenn der Chris vielleicht auch Zeit hat, wer weiß es schon. Vielleicht, wenn da ein spanischer Fahrer in Gelb fährt, weil sich alle anderen noch dümmer angestellt haben, vielleicht. ja, das lassen wir jetzt einfach unkommentiert. zweite Etappe wird dann sein, von Düsseldorf nach Lüttich.
Es gab in den letzten Tagen, Wochen, ist das vielleicht die richtige Formulierung, ein Raffa, eine meiner bevorzugten Bekleidungsfirmen für Fahrradsport, ein Ride sogar, die Etappe nachgefahren sind, also diese 209 Kilometer von Düsseldorf nach Lüttich. Und also es wird wahrscheinlich, also der Höhepunkt der ganzen Geschichte wird natürlich in Aachen sein, bei meinem Arbeitgeber Bike Components in Würselen dran vorbeifahrend das Feld und in Aachen dann großer, wie sagt man, großer Bahnhof am Marktplatz und am Bahn, wie heißt es, Hauptbahnhof, nicht Hauptbahnhof, am Rathaus. Schöne Veranstaltung und dann Ziel in Lüttich. Und dann sind sie auch schon wieder aus Deutschland raus. So schnell geht's, ja. So schnell geht's. Sprintankunft gehe ich mal von aus. Also gehen wir, glaube ich, alle von aus. Ja, wobei man da berücksichtigen muss, Tour de France, erste oder zweite Etappe. Und da wird es natürlich auch, befürchte ich, wieder einige Stürze geben. Und das ist natürlich ein Faktor, den man da immer nicht mit einberechnen, den man mit einberechnen muss. Windkantensituation? Auf der Etappe glaube ich eher nicht. Das sagst du jetzt. Ich habe schon wieder Insiderwissen und da wird schon gemunkelt, da könnte es auch Windkantensituationen geben. Was für mich neben, also wenn man mal die Windkantensituation jetzt außen vor lässt, klar, wenn du die Situation vor Ort kennst, ich meine, es sieht recht flach aus, vielleicht gibt es da wirklich Wind. Für mich eine spannende Situation auf dieser Etappe, die Bergwertung nach 6,5 Kilometern. Es ist ja so, im Prolog gibt es keine Bergwertung, das heißt, auf der zweiten Etappe wird das Bergtrikot ausgefahren. Und da wird es, also es gibt zwei Bergwertungen der vierten Kategorie. Derjenige, der die erste Bergwertung gewinnt, wird da schon relativ gute Chancen haben, dass er auch das Bergtrikot am Ende hat. Und ich kann mir da vorstellen, dass es da wirklich auf den ersten Kilometern ein brutales Rennen einfach um diesen einen Bergpunkt gibt. Also das ist ja, da wird dann quasi wie schon so ein kleiner Zielsprint auf diesen ersten 6-7 Kilometern da erfolgen. Also das stelle ich mir sehr spannend vor. Wird aber vielleicht auch zu viel Unruhe führen. Wie damals die Geschichte mit Marcel Wüst, der ja auch in gewisser Hinsicht das Bergtrikot geholt hat. War das im Prolog oder in Zeitfahren? Ein Prolog oder Zeitfahren. Also da gab es eine erste Zeitnahmestelle oben auf einem kleinen Hügel, sage ich jetzt mal. Und viele Fahrer haben jetzt geguckt, dass sie am Ende die beste Zeit gesamt haben. Und er hat halt einfach bis zu diesem Hügel oben Gas gegeben. Mhm. Ja, und war im Nachhinein sinnvoll, weil er damit das Bergtrikot sich gesichert hat. Genau. Und danach sogar eine Etappe da drin gewonnen hat. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Quatsch. Ja, das wusste ich ja sogar. Ein Sprint. Ja, dass er jetzt nicht noch eine Bergetappe gewonnen hat, habe ich mir schon fast wer gedacht. Wer weiß. Wobei, ja gut, das ist halt nur, damit das Ding vergeben wird, weil eine Bergwertung auf 113 Metern über Meereshöhe, ja gut. Also ich weiß, wüsste auch gar nicht. Ich kann mich mal erinnern. Ich weiß nicht, ob das sind, ich glaube, es war nicht bei der Tour de France, es könnte, oder ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall war mal bei einem Start einer Grand Tour in Holland. Da gab es dann mal eine Bergwertung der vierten Kategorie, meine ich, und handelte sich um 20 oder 30 Höhenmeter. Ja, also das kann auch. Das war dann wirklich jenseits von Gut und Böse, was da dann als Bergwertung verkauft wurde. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, ganz ehrlich gesagt, wenn es vom Start aus 6 Kilometer sind, also ich muss jetzt hier mal sozusagen zu Kreuze kriechen. Und es zugeben, ich bin ja geborener Düsseldorfer. Ich wüsste nicht, welcher Berg 6 Kilometer im Umkreis von Düsseldorf irgendwie da sein soll, der eine Bergwertung rechtfertigt. Die Côte de Grafenberg. Ja. Der Grafenberg sozusagen. Ja, nee, Grafenberg. Ja, werden das jetzt irgendwie so, ja, 1,4 Kilometer mit 4,5%, das ist ja nix. Ja. Ja, aber es eröffnet vielen Fahrern eine Möglichkeit, in dieses Bergtrikot zu schlüpfen. Ja, deshalb, ich wette, für mich ich wette, so Marcel Kittel fährt eher ins Bergtrikot als ins gelbe Trikot. Ja, ich glaube, Marcel Kittel ist ja doch ein Fahrer, der sich schon mal den kleinsten Steigungen schwer tut. Also den würde ich so ein bisschen aus der Verlosung rausnehmen. Aber ich glaube. Wenn dann John Degenkolb. Ja, aber das würde ich jetzt noch nicht mal, also das halte ich jetzt fast schon für realistischer. Ja, oder wenn dann Philipp Gilbert antritt, dann kann auch der das machen. Ich meine, das ist ja nicht schwierig, so die ersten 6,5 Kilometer das Feld dann doch mit einem Wahnsinns
mit einer Wahnsinns- Toni Martin, wenn er noch Frust vom Vortrag hat. Genau, gar nicht so. Das wäre natürlich, das würde ich für ein Comeback halten, was ich wirklich fantastisch fände. Na, daran glaube ich jetzt auch nicht. Also ich ja, natürlich darf, dafür da nicht fehlt eben die Explosivität. Ja, wir sind ja nicht hier zu glauben. Ja, aber wenn er gleich nach dem Start losfährt. Ja, aber auf der ersten Etappe, da hängt ja so ziemlich jeder am Hinterrad. Also ich kann mir fast sogar vorstellen, dass an dem Anstieg da fast noch das geschlossene Hauptfeld am Ende fast lossprintet. Könnte ich mir fast sogar vorstellen. Früher wurde hier mehr geträumt. Früher haben wir noch gedacht, sowas könnte noch passieren. Ja. Lüttich, wer wird denn den Sprint dann, also jetzt mal ernsthaft den richtigen Sprint in Lüttich dann abschießen? Ja, ich hoffe Marcel Kittel. Ich hoffe André Greipel. Thomas? Ja, ich denke, ist natürlich, ja, einer der Top-Sprinter. Ach, diese Diplomatie. Überraschen würde jetzt Cavendish, ne? Ja, da ist man sich ja noch nicht sicher, wie gut hat er seine Erkrankung überstanden. Er scheint gut trainiert zu haben, hat man mir zugetragen. Also meine Wunschvorstellung wäre in dieser Reihenfolge Greipel vor Cavendish vor dann vielleicht Kittel. Ja, Cavendish ist so ein wie sagt man? So ein Dark Horse. Ja, genau, Dark Horse. Ich dachte der weiße Ritter, aber ist ein Dark Horse. Genau. Also weiß man nicht so genau. Glaubt ihr dass er eine Rolle spielt? Hinten raus in der Tour eine Rolle spielen wird, wenn überhaupt, weil jetzt am Anfang kann er eigentlich noch gar nicht die Form haben, um eine Etappe zu gewinnen, aber vielleicht dann eher so, ja, je weiter es Richtung Champs-Élysées geht. Du meinst, dass er sich die Form auf in der Tour holt und während alle müde werden, er mit seinen, in Anführungszeichen, sehr wenigen Renntagen dann da abschießen wird? Ja, jetzt also ein Sieg auf der Etappe in Lüttich, das wäre schon also wie Kai aus der Kiste. Er wäre jetzt auch nicht der einzige Sprinter, den es im Team gibt. Also generell eine sehr, sehr sprinterfreundliche Aufstellung bei der Menschendata. Sie haben ja auch noch, ja, Edvald Boasson-Hagen, der vielleicht auch mal reinhalten kann. Auch ein Mark Renshaw, der das mal abdecken kann. Ich denke eher auch, dass es in die Richtung geht, jetzt erstmal so reinfühlen, was ist denn überhaupt drin und dann vielleicht nach einer Woche oder zwei Wochen dann mal ernsthafter wieder mit angreifen. Das hat man ja in der Vergangenheit häufiger auch mal gesehen, dass vielleicht auch ein Sprinter, der sich mal anfangs einer Rundfahrt verletzt, dann doch mal so zwei, drei Tage eher aussetzt und dann hinten raus dann wieder mal mit reinhält. Was halten wir denn von, also was spielt, wird so ein Sagan, hat sich ja jetzt bei so klassischen, ganz geraden, einfachen Sprints, wird er da auch reinhalten? Wird er das auch machen? Ja, oder wird er da seine zwingen. Punkte machen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also ich meine, der will das grüne Trikot und dafür muss er überall reinhalten. Der wird in die Zwischensprints reinhalten, der wird auch am Ende reinhalten. Und klar, ein Sagan wird jetzt nie ein Favorit sein am Ende eines solchen Etappentages, aber er wird immer ein Fahrer sein, den man auch mal zwischen Platz 3 und 5 erwarten muss. Und damit hat er auch in den letzten Jahren ja ein Stück weit das grüne Trikot sich immer gesichert, dass er bei den Sprints ganz vorne mit dabei war, die für alle da waren und dass er dann bei den selektiveren Etappen ja auch nochmal dicke gepunktet hat. Mhm. Ja, und ich denke, spätestens auf der nächsten Etappe wird er dann das gelbe Trikot haben. Sagan. Ja. Was meint Bayern dazu? Ihr seid ja Bayern, um Gottes Willen. Ich dazu sage? Ja, also weil ich gehe mal davon aus, dass du jetzt am Tag, was ist das dann, die dritte Etappe, übrigens sehr schön übergeleitet, danke Thomas, das ist der Tag der dritten Etappe, ich denke mal, dass du dir da gut vorstellen könntest oder dass du an dem Tag, wenn du Geld wetten würdest, es nicht unbedingt auf Sagan wetten würdest, sondern da einen anderen Fahrer das im Auge haben. Das sage ich jetzt nicht mal, dass ich das Sagan nicht im Auge habe. Also Sagan wird da sicherlich eine Rolle spielen. Aber im Herzen kriegst du einen anderen Fahrer an dem Tag. Ja, aber ich habe die ablehnende Haltung jetzt gegenüber vom Thomas, habe ich jetzt eher darauf zurückgeführt, dass ich nicht glaube, dass Sagan da im gelben Trikot ist. Also wenn ich da einen Fahrer vielleicht eher im Verdacht habe, der dann im gelben Trikot ist, wäre das für mich eher Michael Matthews, weil ich dem einen schnelleren Prolog zutraue. Ja, aber ist natürlich die Frage, ich glaube, von der Form her, die er in der Saison gezeigt hat, bin ich da eher skeptisch, dass er bei der Steigung auf die ersten drei Plätze fahren kann. Und Sagan hat ja im
Weil du das sagst, Matthews schafft das nicht, obwohl er bei Lüttich-Bastogne-Lüttich ganz am Ende noch dabei war. Das ist natürlich schon wieder was anderes, ja. Weil ich glaube. Also vielleicht darf ich kurz reingrätschen, um den Hörern, die vielleicht den Etappenplan noch nicht so ausführlich studiert haben, zu erklären, worum es geht. Wir sprechen über die Etappe 3, die eigentlich so eine typische, also man, so eine Etappe könnte auch laufen bei als ja, Ardennen-Etappe, ne? Also typische, diese kleinen giftigen Anstiege, die mir auch dieses Jahr schon mal fast das Genick gebrochen haben. Und am Ende, der Schlussanstieg ist eine Geschichte von 1,6 Kilometern, die zwischen 5% und 9% Anstieg in dem, im als höchsten Wert 11% haben. Also da wird es dann nochmal ganz, ganz schwer, ganz am Ende. Und das ist halt so ein typisches Frühjahrsklassiker-Finish, was in diesem Jahr ja unter anderem von Valverde dominiert wurde und ja, also was man jetzt bei dem Anstieg, er hat im Durchschnitt 6%, aber was man wissen muss ist, der ist so ein Stück weit zweigeteilt. Es gibt jetzt erster so einen Abschnitt, der ist ein bisschen steiler, da geht es dann eher so in die Richtung 8%, 7% und dann gibt es hinten raus so einen Abschnitt, der geht dann eher in die Richtung 4%, 3%. Das heißt, wenn man da jetzt am Anfang jetzt nicht volle Pulle fährt und vielleicht die Sprinter müde macht, dann wird es wahrscheinlich hinten raus darauf hinauslaufen, dass da doch noch die Sprinter eher dominieren. Andersrum, wenn es jetzt hinten raus erst steiler wäre, da wäre ich da sehr, sehr optimistisch, dass es halt eher um Fahrer wie Philipp Gilbert, Valverde, denn Martin geht. So glaube ich schon, dass da ja auf so einer Etappe, ja, werden wir da dabei sein. Peter Sagan haben wir angesprochen, Michael Matthews sehe ich da noch vorne mit dabei. Und Degenkolb wird das nicht. Auch ein Degenkolb, Greg van Avermaet wird man da sicherlich auf der Etappe nicht rausnehmen können. Aber es ist immer noch ja auch eine Etappe, wo auch so ein Philipp Gilbert sicherlich auch eine Rolle spielen kann. Und die. Ja, aber ja. Wir reden über 1,6 Kilometer und vorher gibt es sogar ein leicht abfallendes Stück. Also die rauschen da mit 60 rein fast in das Ding und sind schon mal 500 Meter weg. Ja, ja, klar. Also deshalb sage ich ja, dass die Sprinter da aus meiner Sicht schon noch mit durchkommen. Wobei diese kleine Abfahrt, ja, die, ja, es sind da nochmal so 2 Kilometer eher flach davor. Mir hätte es jetzt eher gefallen, wenn es jetzt erst am Anfang diese 3-4% gegeben hätte, einfach um das Feld ein bisschen abzubremsen. Dann hinten raus der dicke Hammer, der ist jetzt leider nicht da. Mhm. Deshalb denke ich da jetzt bei der Etappe jetzt eher weniger an Valverde, aber ich glaube schon auch, dass es da den Kampf geben wird. Wer von den Sprintern kam jetzt wirklich gut durch den Prolog, ist noch relativ nah dran und hat da die Chance, das gelbe Trikot zu übernehmen. Und da sehe ich jetzt, wenn ich die Gesamtsituation der ersten 3 Etappen betrachte, Matthews ein Stückchen sogar noch weiter vorne als Sagan, weil Matthews diese Saison sehr, sehr gute Zeitfahren abgeliefert hat. Okay, aber das wäre sowas etwas, was man ja nach dem Prolog oder nach dem Zeitfahren, dem ersten Zeitfahren, dann ja auch nochmal überdenken muss, kann und dann die Karten sind dann ja einfach neu gemischt sozusagen. Ja. Wir befinden uns nur, dass wir das jetzt zeitlich auch nochmal wieder ein bisschen einsortieren. 3. Etappe, das ist dann sozusagen der Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag geht es dann im Prinzip weiter Richtung Süden, Etappe nach. Wir sind am Dienstag. Moment. Also nach Lüttich geht es am Sonntag. Montag geht es nach, wie spricht man das aus? Longwy? Wahrscheinlich. Das, ja. Und Dienstag geht es dann nach Vittel, oder? Genau. Habe ich das anders gesagt? Weil du Donnerstag sagtest. Donnerstag? Nein, das andere Wort mit D, Dienstag. geht es dann einfach schon fast so in der Gegend von Luxemburg? Hätte ich jetzt auch schön gefunden, dann denke ich mal, hätte man sich auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man an dieser Stelle dann nochmal einen kleinen Schlenker nach Deutschland eingebaut hätte. Hätte man durchaus machen können, die Gegend um Freiburg ist ja da unten auch immer gerne und Merzing sehr Radsport begeistert. Meint ihr, ja, aber das wäre ja doch mal ein ganz schöner Umweg nach Freiburg gewesen, weil wäre schon in der Gegend vielleicht Saarbrücken und. Ja, sagen wir mal irgendwo unten noch den Südwesten von Deutschland mitgenommen. Also hätte ich jetzt eine schöne Geste gefunden, wenn man schon in Deutschland noch startet. Andererseits kann man auch natürlich argumentieren, okay, Deutschland hatte schon. Ja, aber dann hättest du halt wieder ein paar Hügel zumindest drin gehabt und man will ja den Sprintern dann auch noch ein bisschen Futter lassen. Ja. Lass ich gelten, das Argument.
Geht es nach Vittel, wird eine klassische Sprintankunft. Ganz am Ende geht es ein bisschen bergauf, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, auf dem sozusagen der Grafik, aber nicht wirklich entscheidend. Auch klassische Sprintankunft, können wir nicht viel zu sagen. Muss man, glaube ich, dann mal schauen, wie es an den Tagen vorher gelaufen ist für die anderen Sprinter, bis man da dann einen Favoriten ausmachen kann. Und dann geht es, sind das die Vogesen? Ich bin ja, ich habe ja mehrfach schon gesagt, dass ich ein geografisches Wrack bin. Ja. Dann geht es durch die Vogesen, also sprich die Gegend dann von Vittel ausgehend nach Südosten, genau. Ja. Genau, ja. Zum und da werden dann werden wir da schon, wird man da schon, also ist die erste Bergankunft, ne, ist relativ früh, finde ich. Also ich weiß nicht, ob es, ich meine, die Vogesen waren ja immer schon für bergige Etappen gut, aber gab es da sonst auch Bergetappen, also Bergankünfte? Oder, ja, also Thomas? Das ist ja jetzt eine Bergankunft, die jetzt in den letzten Jahren salonfähig geworden ist. Ja, aber wie hieß denn der andere Berg in den Vogesen, der so oft gefahren wurde? Ein ganz alter auch, der immer wieder gefahren, Ballon de... Der Grand Ballon. Ja, genau, danke. Lag der nicht auch da in der Gegend? Ja, aber da gab es ja nie eine Bergankunft. Nee, kann es glaube ich nicht geben. Du weißt doch, ne? Ich versuche immer nur hier so Assoziationen, also da, genau. Also, Bergankunft dort, schon relativ früh. Und wird da schon Gemetzel geben, weil alle noch auf frisch sind? Auf jeden Fall, denke ich. Also, man hat gesehen, 2012 hat Froome gewonnen, war da Zweiter der Tour. 2014 hat Nibali gewonnen, hat die Tour gewonnen. Also, das ist ein Berg, der absolut selektiv ist, wobei man bedenken muss, dass, glaube ich, die Etappen 2012 und 2014 vorher schon richtig schwer waren. Mhm. Aber ich erwarte halt so das typische Sky Grand Tour Szenario da. Also letzten, um den Berg auch wieder für alle zu beschreiben, 6 Kilometer, Durchschnitt 8,5%, Vollgas unten rein auf so 6 Kilometer und dann langsam peu à peu die Hälfte abfallen lassen. Und dann oben raus soll Froome es richten. Das letzte Stück ist dann nochmal richtig, richtig steil mit fast 20%. Erstes Kräftemessen, also deiner Meinung nach? Ja, also meiner Meinung nach schon. Auch aus meiner Sicht. Also klar, man wird jetzt an dem Berg jetzt keine Minutenabstände erwarten können, aber ich denke mal schon, dass zwischen den Favoriten da auch mal so ein Loch, sage ich mal, vielleicht von einer halben Minute da schon mal aufklaffen kann. Und es gibt nicht so viele ganz selektive Etappen bei dieser Tour. Von daher kann es sein, dass es eher so ein bisschen enger bleibt. Und da ist es wichtig, auch jede Etappe zu nutzen. Übrigens eine Etappe, letzte Ankunft in La Blanche de Belfier, sicherlich eine Etappe, die Tony Martin nicht so hundertprozentig gut in Erinnerung ist. Wenn ich mich recht entsinne, ist er da gefühlt 100 Kilometer mit Kwiatkowski am Hinterrad gefahren. Ach, ist ausgeschert und Kwiatkowski war 2 Kilometer später platt. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Aber vielleicht blüht Kwiatkowski in diesem Jahr das gleiche Schicksal. Vielleicht ja. Also ich war dieses Jahr ein Stück weit überrascht. Er hat sich ein Stück weit wieder am Berg gefangen. Also bei der Dauphiné hat er doch mal wieder auch lange mithalten können am Berg. Das habe ich so in den letzten 2 Jahren nicht so gesehen bei ihm. Mal gucken, vielleicht hat er sein Training da ein Stück weit umgestellt. Aber natürlich, klar, er wird sich da voll in den Dienst von Froome stellen müssen. Ja, absolut. Also und klar, wer diese Bergankunft gewinnt, ist auch im Bergtrikot. Das ja. Und vor allen Dingen, ich fand das ja auch bei, es ist halt ein Fingerzeig. Ne? Also wo stehen die Profis? Und man muss das erstmal die Karten auf den Tisch legen. Und da kann man sich nicht verstecken. Genau, Bergtrikot hatte ich noch jetzt im Hinterkopf. Und dann geht es am nächsten Tag ja auch relativ flach sozusagen. Also, ne, am nächsten Tag die Sprinter, die dann noch fit sind oder die wieder fit sind, werden dann am nächsten Tag Richtung Troyes, behaupte ich mal. Ach ja, genau, darauf wollte ich noch hinaus. Das war mir noch wichtig. Auch schön, dass diese Etappe wieder eine relativ kurze Etappe ist, ne? 160 Kilometer, dass man bei diesen Etappen, wo man am Ende davon ausgeht, dass es auch hoch hergehen kann, dass man da nicht so viele Junkmiles einbaut. Ja, hätte war euch offensichtlich noch nicht aufgefallen. Hätte jetzt auch keine große Rolle gespielt. Also ob man da jetzt erstmal 100 Kilometer oder 150 oder 180 relativ flach fährt. Ich glaube, das spielt dann im Feld jetzt nicht wirklich eine Rolle, aber... Dafür ist dann die nächste Etappe mit 216 Kilometern eine lange Flachetappe. Ja. Ja. Aber da ist ja quasi fast schon Ruhetag für
die Klassementfahrer. Da sind wir dann schon beim 6. Juli, also wieder Sprintankunft. Wie gesagt, lässt sich jetzt noch nicht viel zu sagen. Muss man mal abwarten, wie sich das bis dahin darstellt mit den Sprintern, wie die drauf sind und was passieren wird. Und dann sind wir schon am Freitag, dem Etappe Nummer 7. Kann man eigentlich das Gleiche sagen auch wie am Vortag. Ähnliche Distanz, auch ein sicherer Sprint. Ich denke mal, gerade am Anfang werden die Sprinter noch viele Helfer haben. Von daher gehe ich da auch von der Sprintankunft aus. Absolut. Und kann man eigentlich auch schon fast weitergehen. Ja, kann man skippen. Vollkommen richtig. Und dann kommen vorm erst, also am der kleine Nerd in mir freut sich natürlich, dass es am 7.7., also dass so, dass ab da die Tage und das Datum auch synchron sind. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ja. Oder bis dahin. Das macht mir das Leben immer sehr viel einfacher. Danach die Etappe am, wo habe ich jetzt den Tab? Am 8. Juli, Samstag, genau. Von Dohl nach Station de Rus oder de Russes. Oder ich weiß nicht, ob das dann Station der Russen übersetzt heißt. Ich weiß nicht. Also einen Russen werden wir da sicherlich bei der Tour de France in diesem Jahr nicht vorne sehen. Aber vielleicht ein Katuscha-Fahrer. Wer weiß es schon. Also ich, wenn du mal die Besetzung von Katuscha dir anziehst, dann ist es eher unrealistisch, dass da ein Katuscha-Fahrer an dem Tag. Ja, an dem Tag. Ist ja auch ein Schweizer Team mittlerweile. Ach echt? Ach, hatte ich gar nicht. Aber es geht Richtung, wobei, es geht ja Richtung Schweiz. Vielleicht will man sich seinem Sponsor da präsentieren. Ja, aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante Etappe. Was die Etappe für mich besonders interessant macht, ist, man hat die letzte Bergwertung 12 Kilometer vorm Ziel. Und normalerweise, wenn man so eine Bergwertung hat, geht es ja dann in eine Abfahrt rein, wie man es dann auf dem darauffolgenden Tag dann auch hat. Man kann sich erstmal wiederholen. Was jetzt hier anders ist, man bewegt sich so mehr oder weniger auf einem Plateau. Also man hat nicht mehr wirklich so diese Phase, in der man sich wirklich erholen kann. Also da wird es ganz, ganz spannend sein, nicht nur wer ist da oben zuerst an der Bergwertung, sondern wer hat überhaupt da noch die Kräfte, um dann die nächsten 12 Kilometer das auch durchzuziehen. Also ich bin da mal gespannt, was da passiert. Kann mich auch nicht erinnern, dass es so, also wann mal so eine Etappe, so ein komisches. Das ist vergleichbar mit der, vom Profil rein her, mit der vorletzten Giro-Etappe nach Asiago. Da sind sie auch den letzten Berg hochgefahren und oben war halt so ein Flachplateau, aber es war halt am Ende der Grand Tour. Mhm. Ich meine, idealerweise wünscht man sich natürlich auf so einer Etappe als Kapitän am Ende noch so eine Relais-Station, wo man sich einfach nur anhängen kann. Aber natürlich ist es dann auch so nah dann vom Ziel, dass man da wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt da nicht mehr groß Helfer zurückpfeifen kann. Aber also wird auf jeden Fall spannend. Ich erinnere mich gerade, aus Gründen, die ich jetzt nicht erläutern möchte, dass ich früher immer übrigens, ich weiß nicht, ob ihr auch so Traditionen hattet, früher haben wir hier gerne mal am Abend vor der Tour de France noch Höllentour geguckt mit einem Glas Rotwein. Fiel mir nur gerade ein, weil ich hier. Aber ist auf jeden Fall ein Film, den man sich gerne auch häufiger mal angucken kann. Also ich schaue mir den doch immer auch mal wieder gerne an. Also jetzt nicht mehrfach im Jahr, aber so alle 1-2 Jahre, ja. Finde ich, gibt der mir einfach ein schönes Gefühl der Vergangenheit wieder, wo ich sage, hey, das hat mich damals so ein Stück weit gepackt und hat mich auch zum Radsport gebracht. Ja. Fiel mir nur ein, weil hier gerade jemand reinkam und sich eine Rotweinflasche mitnahm. Also, das dann Richtung Schweiz, die erste. Ich Wenn es deine mal. Tochter war, dann nimm sie ihr bitte wieder ab. Ach so. ach, das war jetzt nicht gut. Ja. Stimmt. Ach, deswegen. Jetzt wird einiges klar. Nee, danke, dass du mir Bescheid gibst. Also habe ich bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Aber so, wie du es jetzt sagst. Nee, also die erste. Aber das wird für mich jetzt, glaube ich, mag jetzt blöd klingen, aber glaubt ihr, dass das eine Etappe ist, wo am Ende die Favoriten vorne sind? Oder ist das jetzt eine Etappe für die Leute aus der zweiten Reihe? Wien, Kwiatkowski, Wien, Valverde? Das ist eine Fluchtgruppen-Etappe, ja. Also schon die Favoriten werden sich da irgendwie gucken, ob da einer einen schlechten Tag hat. Aber kann mir gut vorstellen, dass da eine Gruppe durchkommt. Ja, also Steht die Gruppe schon unten am Fuß des Berges oder bildet die sich sozusagen im Anstieg und rettet sich rein? Entschuldigung, kurz. Sprechen wir gerade noch über die 8. Etappe oder schon über die 9.? Ja, da musst du halt zuhören. Natürlich also über die 8. Habe ich irgendwas von der 9. Etappe gesagt? Nee, weil du gesagt hast, steht die Gruppe schon unten am Berg. Und da kommt ja die ersten
100 Kilometer erstmal kein Anstieg. Ja, ich meinte den letzten Anstieg. Ja, da kommt kein Anstieg. Also, naja gut, also wenn eine Gruppe sich durchsetzt, dann wird die sich wahrscheinlich schon relativ früh gebildet haben im Rennen. Okay. Ja, es hätte auch sein können, dass sich am Ende des bei Kilometer 164,5 etwas rausbildet, die dann mit 5, 6, 7 Leuten losstiefeln, über den Hügel drüber kommen und dann sich ins Ziel retten. Das wäre jetzt ja ein Szenario. Also meine Vermutung ist da, dass es schon eine größere Gruppe an dem Tag geben wird, wo dann halt auch die, also ich meine, Movistar ist so ein Team, die stecken ja gern Leute in Gruppen, wo ich mir dann auch vorstellen kann, dass je nachdem, wer da vielleicht schon ein bisschen Rückstand hat, entweder vielleicht so ein André Amador, dass man den da in die Gruppe steckt, einfach ein Fahrer, der vielleicht, und so werden es die anderen Teams vielleicht auch machen, wirklich dann, wenn man dann über den Erstkategorieberg drüber ist und von hinten kommen die anderen Fahrer, nochmal helfen kann oder vielleicht auch die Etappe holen. Mhm. Ja, also alle Szenarien, die durchaus so klingen, als wäre das möglich und machbar. Aber Thomas, ich bin dir jetzt ins Wort gefallen, also das wollte ich nicht, wollte nur nochmal. Ja, ich habe es notiert, du hast hier einen Negativstrich, du hast hier einen böse Strich. Nee, ich wollte nur feststellen, dass ich das. Du hast einen böse Strich. Thomas, also du glaubst auch, dass die Gruppe sich viel früher bildet, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, bevor der Christ sich so unterbrochen hat. Ja, ich glaube an den Tag an einer Ausreißergruppe, weil am nächsten Tag, das ist so brutal schwer, da werden sich die Favoriten durchsetzen. Ja, brutal schwer. Also das ist so eine Etappe. Wir sprechen gerade wieder für den Hörer an der Etappe vom 9. Von Nantua nach Chambéry. Dreimal Ork-Kategorie, ja. Dreimal Ork-Kategorie. Dreimal, es geht, es fängt an, also ist das, wie heißt denn die Gegend? Ich weiß Jura. Nicht. Jura? Danke, nee, genau. Hat nie Bock drauf. Also das war mir immer, das war mir immer zu trocken. Geht über den Mont du Chat, also der auch bei der Dauphiné gefahren wurde. Mhm. Insgesamt Etappe von 180 Kilometern mit drei Ork-Kategoriebergen. Ein bisschen eigenartig, finde ich. Also ich hätte mir das Ziel näher, also entweder direkt wieder mal eine Bergankunft gewünscht oder direkt nach der Abfahrt. Aber diese nochmal 13 Kilometer ins Ziel machen, ist irgendwie komisch für mich. Habe ich natürlich wie immer Schiss ein bisschen bei der letzten Abfahrt, dass da keiner von den Favoriten zu viel riskiert. Aber es wird so ein Tag, wo man sich als Sprinter oder als Helfer aus der zweiten Reihe sich denkt, ach komm, nö. Könnt ihr vor allem, weil es auch vom Start weg direkt hochgeht und die Etappe auch mit 180 Kilometern, ja, verhältnismäßig für eine Bergetappe noch recht kurz ist. Und andererseits auch, klingt blöd, aber es ist halt immer noch nicht so wirklich die Königsetappe, ne? Also an dem Tag, wenn du da jetzt gewinnst, bist du jetzt auch nicht noch der allergrößte von der Rundfahrt, ne? Ja, wobei, dafür ist es zu früh. Ja, wir hatten ja den Mont du Chat jetzt oder Mont du Chat ja auch schon bei der Dauphiné mit drin im Programm. Da sind ganz schön große Abstände auch entstanden. Also das ist schon ein ganz schön heftiger Anstieg, vor allem 8,7 Kilometer mit 10%. Das geht das ja ist schon. Schon so ein halber Zonkolan. Zonkolan, gell, ja. Also Zonkolan ist dann nochmal einen Kilometer länger oder so, aber dann war es das auch schon. Also war schon ein recht heftiger Anstieg. Und die Abfahrt, ja, da sind sie jetzt bei der Dauphiné, glaube ich, alle ganz gut durchgekommen. Bei der Dauphiné war der Abstand von der Bergkategorie bis ins Ziel war nicht ganz so lange. Also da war das Ziel noch ein bisschen näher an der Abfahrt. Aber das macht es ja auch ein Stück weit interessant. Was man bei der Dauphiné jetzt beispielsweise gesehen hat, war, dass da Chris Froome da Richie Porter in der Abfahrt mehrfach attackiert hat. Mhm. Wenn man sich da mal vorstellt, dass da so, wie es bei der Dauphiné dann auch war, mehrere einzelne Gruppen dann wirklich ankommen, das gibt dem Ganzen ja schon einen gewissen Reiz. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Etappe. Und wenn ich vielleicht noch so ein bisschen was zum Besten geben darf, als ich 2015 bei der Dauphiné Libéré war, habe ich in Bourget-du-Lac übernachtet. Das war an so einem See oder sowas, ne? Genau, und das ist genau da, wo dann quasi der Mont du Chat von der Abfahrt endet. Und wir sind da auch mal am See entlang gelaufen. Man hat genau gesehen, oh, da geht es jetzt dann hoch. Okay. Das war, ja, war ganz interessant. Und da sind sie, meine ich, bei der Dauphiné 2015 dann auch gleich auf der Etappe, die ich dann auch angeguckt habe, von der anderen Seite dann hochgefahren. Mm, okay. Ist übrigens eine sehr, sehr nette Gegend. Kann ich nur empfehlen. Chambéry auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Du kleiner Globetrotter.
Ja, irgendwas muss ich ja auch wissen. Das war die Etappe Nummer 9 dann, am 9. Juli. Und ja, dann, also ich finde, es kommt mir komisch vor, dass da dann erst der erste Ruhetag, also mittlerweile haben sich ja relativ häufig schon diese 3 Ruhetage durchgesetzt. Ja, aufgrund der Transfers bedingt. Ja. Dass du mehr Ruhetage hast, ansonsten würdest du das ja auch nicht machen. Ja, ja und nein. Also ich finde ja, dieses mehr an Ruhetagen, klar, ist den Transfer geschuldet. Aber viele Fahrer mögen das ja auch überhaupt gar nicht, wenn sie so viele Ruhetage haben. Da bin ich ja immer noch entschlossen. Wir hatten die Diskussion hier, viele Kilometer, 30 Kilometer noch ins Ziel fahren, lieber fahren oder mit dem Bus. Ja, aber das ging ja um Transfers und nicht um. Ja, das mit dem Ruhetag werde ich auch noch in Erfahrung bringen. Ich weiß, was du meinst, ne? Aber nichtsdestotrotz, vielleicht auch, weil ich es mir so wenig vorstellen kann, eine lange Phase, bis der erste Ruhetag nach Etappe 10 kommt. Etappe 10 von, wie viele Etappen haben wir diesmal? 21, also nach der Hälfte, da ist die Hälfte, Tour der Hälfte zur Hälfte schon durch. Und überleg mal, wenn wir dann erst unsere nächste Sendung machen. Da müsst ihr ja gefällig erzählen. Aber überleg mal, was das zur Folge hat, wenn. Wenn man jetzt mehr als 2 Ruhetage hat, das führt dann dazu, dass du entweder am Freitag starten musst oder dass das Ziel am Ende nicht an einem Sonntag wäre. Das heißt, du wirst dich immer dafür entscheiden, dass du am Freitag schon startest. Das heißt, wenn du am Freitag die Etappe startest und es ist jetzt kein Zeitfahren, machst du mehr oder weniger, führst du eine Etappe durch, wo jetzt das Zuschauerinteresse jetzt, sagen wir mal, eher mau ist. Mhm. Weiterhin wird das Ganze dazu führen, dass du bereits nach 3 Tagen den ersten Ruhetag hast. Und ich meine, die Fahrer, klar, die haben bei so einer 3-wöchigen Rundfahrt jetzt wirklich einige Strapazen zu verkraften. Aber nach 3 Tagen ist keiner von den Fahrern, die da jetzt am Start stehen, von den Kalibern jetzt wirklich schon erschöpft. Das heißt, ich glaube, der erste Ruhetag, der ist jetzt ähnlich, wie es der Thomas vielleicht schon sagt, eher dann vielleicht sogar schon ein bisschen nervig, weil die Fahrer, die sind ja auch wirklich heiß aufs Rennen. Also wenn du dir jetzt beispielsweise mal so ein Chris Froome anschaust, ein Richie Porte oder sowas, die sind heiß, die freuen sich, die würden am liebsten jetzt schon La Planche de Belleville wahrscheinlich hochheizen. Mhm. Und ich glaube, es nervt einfach nur zu dem Zeitpunkt und das mehr, als dass es hilft. Tue ich mich schwer, das zu beurteilen. Also da würde ich gerne jemanden hören, der sich damit auskennt. Klingt blöd, aber... Ja, aber da musst du ja einen Grand Tour-Kapitän fragen. Ja, oder einen guten Helfer. Da fragen wir doch einen. Also, es kann ja nicht so schwer sein, da einen zu finden. Weiß ich nicht. Ich hole mir mal deine Meinung dazu ein, okay? Werde ich dann hier einspielen. Oder kundgeben. Ich weiß nicht, weil für beide Seiten gibt es gute Argumente. Also weißt du, wenn ich 20 Tage Rad fahre, jeden Tag 200 Kilometer, mal einen Tag mehr zwischendurch Pause zu machen, kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass das schlimm sein soll. Andererseits kann ich natürlich alle Argumente, die ihr liefert, auch sind natürlich vollkommen richtig. Also ich glaube einfach, dass es ein Unterschied ist. Wenn du jetzt die ersten 10 Tage durchfährst und hast dann bei den nächsten 10 Tagen nach jedem dritten noch einen Ruhetag beispielsweise oder nach jedem vierten, ich glaube, dann würden die Fahrer das vielleicht ein Stück weit begrüßen, aber dann in diesem ersten längeren Block, da dann noch ein Ruhetag ist, das ist aus meiner Sicht unnötig, weil es gibt ja auch Rennen beispielsweise wie die Tour de Suisse, die hat 9 Tage, die wird am Stück gefahren. Das heißt, es ist eine Belastung, die Fahrer schaffen, vor allem jetzt gibt es ja in dem Fall aber kannst du danach Zeit auch, danach kannst du dich auch ausruhen. Weißt du, dann musst du ja nach diesen 9 Tagen, also weißt du, dann musst du ja nicht mehr, du kannst ja auch, wenn du jetzt arbeiten gehst und es wird jetzt von oben aufgedrückt, okay, wir müssen jetzt mal durchhalten, wir müssen jetzt mal 2 Wochen am Stück arbeiten. Wochenende ist gestrichen, ja, wir arbeiten jetzt einfach mal 14, 12 Tage am Stück. Ne, dann kannst du es auch sagen, ja, ist okay, mache ich mal, weil dann habe ich ja dann noch ein Wochenende. Aber wenn dieses Wochenende auch noch wenn du wüsstest, das Wochenende wird auch noch gestrichen und es geht weiter, dann hättest du halt weniger Bock, das zu machen. Also, aber das. Also noch ein Argument, das Ganze ist auch eine finanzielle Geschichte. Du brauchst ein Hotel für mindestens einen Tag mehr, du brauchst Straßensperrungen, du brauchst Helfer und so weiter. Also das ist ja auch eine Entscheidung, die sicherlich in den 6-stelligen Bereich auf jeden Fall mit reingeht. Das ist ja auch noch ein Argument, was dagegen spricht. Klar, das darf jetzt nicht das erste Argument sein, das natürlich nicht, aber ist sicherlich auch was so in die Verhandlungen oder in die Diskussion da auf jeden Fall auch mit reinspielt. Kann ich nachvollziehen, absolut, kann man gar nicht bestreiten. Dann sind wir am ersten Ruhetag und ich würde sagen, dann dieses detaillierte Besprechen der Strecke können wir ab dann mal
jetzt sein lassen. Gibt es noch so, es gibt ja mit Sicherheit Etappen, die ihr euch schon ausgesucht habt. Also man muss mal, wenn man sich bei Pro Cycling Stats die Etappen anguckt, haben wir dann schon drei Bergetappen hinter uns sozusagen, ne? Also drei von insgesamt dort ausgewiesenen, insgesamt sieben. Die Etappe von Pau, also immer wenn Pau irgendwie im Namen ist. Po? Ja, ich sag Pau. Dann wird es eh schwierig, ne? Also im Sinne, nicht im Sinne der Aussprache, sondern der Etappe, also da noch mal eine bergige Etappe. Aber es fehlen so ein bisschen, um das mal grundsätzlich so zu werten, Briançon zum Issoire hoch, eine Etappe. Aber so die klassischen Berge, also Ventoux und so weiter, die klassischen fehlen so ein bisschen dieses Jahr. Was ich auch gar nicht schlimm vielleicht, finde. Ja, aber vielleicht auch mal was anderes, vielleicht mal die Chance. Wer weiß, also wir haben jetzt immer gesagt, gut, ersten Etappen, Sprintetappen, aber vielleicht kommt auch mal eine Gruppe mit einem bisschen größeren Vorsprung durch und es kann sich jetzt, ja, sagen wir mal, ein Fahrer wie Betancourt da reinmogeln, mhm, und dann hat er vielleicht 4 Minuten Vorsprung und der könnte sich dann auch so durch die Rundfahrt mogeln. Absolut, also ich finde das super. Also genauso wie ich Fan bin von einem Ventoux, genauso wie ich Fan bin von einem Galibier oder so diese klassischen Berge, ne, dann die finde ich absolut super. Aber ich finde es auch schön, dass man mal den Mut hat, von Seiten der Tourdirektion mal zu sagen, nee, also dieses Jahr machen wir es mal anders und viele von diesen traditionellen Bergen lassen wir außen vor. Und ich finde grundsätzlich interessant. Also vor allen Dingen, weil man hat ja in den letzten Jahren, war man, das muss man ja auch zugeben, sehr verwöhnt. Also ich finde, das ist was so die anderen Rundfahrten, wenn man jetzt mal so Giro oder Vuelta dann hervorkramt, eigentlich fast sogar eine Stärke dieser anderen Rundfahrten, dass die das in der Vergangenheit noch häufiger gemacht haben, dann einfach mal immer auch mal wieder so neue Anstiege herauszubringen, wo man dann vielleicht das erste Mal drüber fährt. Das macht irgendwie so eine Rundfahrt auch wirklich, wirklich interessanter, wenn man dann irgendwie gerade so diesen Mix hat von diesen Klassikern. Klar, Alpe d'Huez wirst du wahrscheinlich trotzdem jedes zweite Jahr irgendwie als Zielankunft drin haben. Aber einfach mal dieser Mont du Chat, der hat sich ja jetzt wirklich als bei der Dauphiné ja schon als große Bereicherung herausgestellt. Mhm. Und das finde ich toll, dass man jetzt auch, ja, vielleicht solchen Bergen auch mal eine Chance gibt. Ich kann mich daran erinnern, bin mir jetzt nicht sicher, ob es 2013 oder 2014 war, da hat man auch mal bei der Tour auf der vorletzten Etappe, meine ich, auch mal so einen neuen Berg gefahren mit einer Bergankunft. Das fand ich auch toll. Mhm. War ein toller Anstieg und macht auch irgendwie das Rennen dann ein Stück weit interessanter. Und ja, wenn ich mir jetzt die ganze Rundfahrt anschaue, fehlen so ein bisschen so die ganz großen Klassiker. Es fehlen für mich auch so ein bisschen so die ganz großen Schwierigkeiten. Also das Rennen ist dieses Jahr aus meiner Sicht schon ein bisschen offener. Vielleicht kann man auch sagen, eher so in Richtung Romain Bardet oder der Franzosen hin, so ein Stück weit vielleicht auch schon entwickelt. Aber zumindest sehe ich da jetzt vor allem in der frühen Phase des Rennens keine Etappen, wo jetzt ganz große Zeitabstände entstehen. Und das finde ich eigentlich toll, weil es lange offen bleiben wird. Mhm. Und das war auch bei, fand ich, beim ersten Anschauen der ganzen Etappen so ein bisschen so, okay. Es gab halt nichts, was besonders herausragend ist. Aber wenn man sich das genauer angeschaut hat, dass es sehr gut durchdacht wirkt in diesem Jahr auf mich. Also dass es dazu führen kann, dass es eine sehr lange, sehr offene und sehr spannende Tour gibt. Und das ist ja das, was man sich wünscht. Und wenn ich es noch ergänzen darf, ich finde, du hast vorhin gesagt, es ist ja eher unüblich, dass jetzt mit La Planche de Belfier so früh gleich eine Bergankunft ansteht. Mhm. Ich finde, es ist sogar sehr, sehr gut. Also der Giro und auch die Vuelta haben das in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder praktiziert. Es führt einfach auch dazu, dass sich das Rennen sehr, sehr früh beruhigt, weil du einfach dann ab dann eine gewisse Rangordnung schon hast im Feld und du hast eben nicht, wie ich es auch in den, hier ist jetzt zwar schon ein bisschen länger her, aber früher gab es ja mehr oder weniger erstmal 9 Flachetappen, dazwischen vielleicht noch ein 60 Kilometer Teamzeitfahren und dann war die 10. Etappe, 11. Etappe war dann irgendwann Alpe d'Huez und dann ging es erst ans Eingemachte. Und da hast du halt schon relativ früh eine Ordnung drin, was auch dazu führen wird, dass jetzt die ganzen Gesamtklassements-Favoriten jetzt erstmal ihre ersten Körner verpufft haben und dann quasi ein bisschen geerdet sind. Die ganz große Hektik ist dann ein Stück weit raus. Also ich sehe das sehr positiv, dass da so früh gleich ein Anstieg mit drin steckt. Haben wir jetzt so ein bisschen über die Strecke gesprochen, vor allen Dingen der ersten Woche, also der ersten Phase bis zum ersten Ruhetag. Sprechen wir jetzt mal ein bisschen über die Fahrer.
die dieses Jahr die Tour bestimmen werden. Wir hatten eben schon so ein bisschen Tony Martin und die erste Etappe, also die ersten zwei, haben schon so ein bisschen auch rein spielen lassen, die Sprinter. Lass uns mal über die Trikots sprechen, wer wann welches Trikot möglicherweise tragen wird, wer es gewinnen wird. Lass uns mal anfangen mit dem Gesamtsieger zu Ende, aber jetzt, wir hatten eben schon oft die Sprinter angesprochen. Punktewertung, Sprintwertung, geht da ein Weg an Peter Sagan vorbei? Also gibt es ein Trikot, was klarer ist als das? Nö, also gut. Ist eigentlich für mich schon fast, wenn Peter Sagan nicht stürzt oder ausscheidet, vom Start fast entschieden. Mhm. Okay, sehe ich auch so, ja. Chris? Ja, also ein Stück weit, also ich sehe auch so, dass Peter Sagan der ganz, ganz große Favorit für Grün ist. Ein Stück weit ist es dieses Jahr dennoch ein bisschen offener, weil wenn ich mir die Streckenprofile anschaue, ich jetzt deutlich mehr reinrassige Sprints sehe, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Und man hatte in den vergangenen Jahren vielleicht häufiger mal die Situation gehabt, dass dann Sprinter vielleicht ihre 5-6 Chancen haben und sich dementsprechend dann eher auf den Etappensieg konzentriert haben, wenn man jetzt beispielsweise an Greipel, Kittel und an die reinrassigen Sprinter denkt und dann vielleicht die Zwischensprints eher so ein bisschen ausgelassen wurden. Wo ich jetzt dieses Jahr ein paar Sprints mehr sehe, wo man vielleicht Punkte holen kann, wo ich deshalb vielleicht fast sogar davon ausgehe, dass der Kampf ein bisschen offener ist. Mhm. Klar, letzten Endes wird die Punktewertung nicht auf den Sprintetappen entschieden, sondern wird auf den Etappen entschieden, wo ein Peter Sagan mit ankommt, andere Sprinter allerdings nicht. Mhm. Dann lass uns da muss mal. Ja. Nee, für Sende. Nee, gerne. Dann lass uns vielleicht mal die Frage nach dem Sprintertrikot nicht so stellen, weil wir uns alle einig sind, dass es Peter Sagan mit hoher Wahrscheinlichkeit machen wird, sondern lass uns mal die Frage anders stellen. Wer wird der beste Sprinter? Weil ich glaube, wir sind uns auch einig, dass das grüne Trikot nicht unbedingt das doch, es ist das Trikot des besten Sprinters, aber wer wird die Sprints dominieren? Also du hast eben gerade genau richtig gesagt, Peter Sagan kommt da an, wo die anderen Sprinter nicht mit ankommen. Und da sammelt er die Punkte. Und deswegen ist er vielleicht nicht unbedingt der dominierende Sprinter, sondern ist derjenige, der die meisten Punkte sammelt. Aber wer wird der dominierende Sprinter? Wird das ein André Greipel? Wird das ein Marcel Kittel? Wird das ein Christoph? Wird das ein Cavendish? Wird das ein Buhani? Ein Degenkolb? Gilbert? Wen habe ich vergessen? Also Gilbert sicher nicht. Vielleicht hast du den jetzt mit Buhani oder Demar, der Franzose. Nee, ich habe jetzt mal alle, die in der Punktewertung relativ weit vorne gewertet werden, angesprochen. Okay. Also da habe ich mal einmal. Gilbert wird wahrscheinlich deshalb vorne gewertet. Ja, ich verstehe gar nicht, warum er vorne gewertet wird, sorry, aber anderes Thema. Ja. Also ich würde mir eigentlich wünschen, oder ich gehe eigentlich davon aus, dass doch Marcel Kittel da noch der bestimmende Mann sein sollte. Also ich sehe Mark Cavendish nicht in der Form. Gut, kann sein, dass ich mich da irre. Es gibt einfach wenige Ergebnisse, die er dieses Jahr wirklich vorzuweisen hat. André Greipel, muss man wissen, ja, Jahrgang 82, wird dieses Jahr 35, wenn das nicht schon ist. Also irgendwann, ich traue ihm sicherlich. Hast du unseren letzten Race nicht gehört? Da haben wir über sein Geburtsdatum noch philosophiert. Hast du nicht zugehört? Nein, da hatte ich sicherlich schlechtes Internet. Ja. Also ich sag mal so, ich traue André Greipel ähnlich wie letztes Jahr sicherlich einen Etappensieg zu an einem guten Tag. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Performance von, ich glaube, vor 2 Jahren abliefert, wo er da wirklich der bestimmende Sprinter war. Ein Buhani, ein Demar, ja, können auch an einem guten Tag mal einen Sprint gewinnen. Vielleicht kann das auch ein Matthews, aber sicherlich eher auf einem welligeren Gelände. Von daher ist Kittel für mich da noch der, von dem ich da mir am meisten erwarte, vor allem wenn man bedenkt, welchen Sprintzug der auch zur Verfügung hat. Also für dich ist der Sprinter, der die Tour dieses Jahr prägen wird, massig. Also ich sag mal zumindest der, von dem ich erwarte, dass er, was die Sprintetappen angeht, vielleicht die meisten Etappensiege holt. Also ich meine jetzt nicht damit, dass er jetzt so 6 Siege holt, alle anderen vielleicht maximal ein. Es kann auch schon sein, dass er vielleicht 4 Etappen holt und dann der nächste 3. Ja, wir sprechen jetzt, ohne es wirklich so konkret in Zahlen zu fassen. Ne? Also, ja, wenn jemand 5-mal Zweiter wird, ne, dann hat er auch für mich in gewisser Hinsicht, wenn immer jemand anders gewonnen hat, auch die Sprints mitbestimmt. Also da wollen wir jetzt nicht. Nee, also ne? Ich gehe davon aus, dass es Marcel Kittel sein wird. Mhm.
Was sagst du, Thomas? Wer glaubst du, wird das? Ich stelle mal eine kühne These auf und sage, wenn alles gut läuft, werden die Deutschen den Rekord von 2014 von 7 Etappensiegen knacken, weil Greipel und Kittel die Sprints dominieren werden. Weil es gibt insgesamt. Ah, da hat sich jemand eine Liste gemacht und hat aber gar nicht ganz genau mitgeschrieben. 8 oder 9, sage ich jetzt mal, gute Gelegenheiten für die Flachsprinter. Und wenn du dann noch überlegst, Toni Martin holt vielleicht im Prolog das gelbe Trikot und dann gibt es ja noch ein Einzelzeitfahren, ja? Mhm. Jetzt ist er weg. Ist der Thomas jetzt weg oder bin ich weg? Nee. Ah, okay. Entschuldigung. Das klang ganz komisch. Bitte nochmal. Ja, also wie gesagt, es gibt 8 oder 9 Gelegenheiten für Flachsprints und dann noch 2, also die Zeitfahren für Toni Martin und dann vielleicht gelingt mal wieder sowas wie Simon Geschke, Anno 2015, wer weiß. Okay, krasse These. Also wie viele deutsche Siege siehst du denn bevor? Oder würdest du jetzt, was wäre denn der Rekord? 9 oder 10? 7 waren es 2014. Okay. Dann wären es ja 8 oder 9. Ja, aber... Und du, ja, es gibt halt vielleicht auch so ein paar ganz Greenhorns wie zum Beispiel ein Rick Zabel oder so, jetzt vielleicht keiner auf der Rechnung hat, oder Nikias Arndt. Ja, krass, also nee, aus der Perspektive habe ich das noch nicht gesehen, also sozusagen als gesamtdeutsches Phänomen oder wie man es auch immer sagt. Ja, warum nicht? Also 8 Etappen für Deutsche. Ich meine, und das ist mir jetzt so ein bisschen schon so eine Gesamtübersicht zu machen. Ich finde nicht, dass, oder anders, wenn ich mir die Bilder früher angeguckt habe aus anderen Ländern, fand ich diese Art Tourfieber war schon viel größer. Also ich finde nicht, dass Deutschland im Tourfieber ist. Ne, ich bin jetzt noch ein bisschen näher dran. Ich bekomme jetzt hier auch so im Internet lese ich Zeitungen, die vielleicht aus NRW sich eher bedienen und deswegen vielleicht dann auch mehr. Aber da liest man eher so, diese Straßen sind gesperrt und das müssen Sie wissen über die Tour de France und was ist ein Hinterradlutscher und so. Also ich finde nicht, dass Deutschland schon so richtig im Tourfieber ist. Und ich frage mich gerade, was diese 7, 8 Siege daraus machen würden, ob man damit dieses Tourfieber aus den Deutschen herauskitzeln kann. Nö. Bin ich, ja. Solange du keinen hast, der um das Gelbe mitfährt, wirst du da wenige Leute hinterm Ofen hervorlocken. Du hast ja vollkommen recht, aber du desillusionierst mich gerade so. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Ich glaube, ich bin sehr unentschieden da in der Hinsicht, dass ich keinen Sprint, ich glaube, dass die Sprint dieses Jahr sehr viel offener sind oder sehr viel, die Siege viel mehr an verschiedene Fahrer gehen werden als in den letzten Jahren davor. Also ich glaube von Cavendish, der einfach mal, wie viel Siege hat er? Also ich glaube, der hat auch mehr Sprints. 30. Bitte? 30. 30. Der hat mehr Siege als Kittel und Greipel wahrscheinlich zusammen. Behaupte ich einfach mal, ohne es jetzt nach. Ja, ist so. Also Cavendish ist einfach, selbst in einem schlechten Trainingszustand, einfach ein so dermaßen erfahrener Fahrer. Ja, mit 32, jetzt nochmal 3 Jahre jünger als Greipel. Ein erfahrener Fahrer, der seinen Kopf ausschalten kann und einfach so ein Tier. Ich glaube, der ist immer für einen Etappensieg gut. Und vielleicht auch für einen zweiten. Ja, und ein Greipel ist auch mit seiner Erfahrenheit und das alles, was er mitbringt, ist er auch immer für einen. Ich glaube, dass dieses Jahr, dass es keinen dominierenden Sprinter gibt, sondern es sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Sieger in den Sprintetappen geben wird. Was jetzt auch sehr schön ist, in gewisser Hinsicht, weil wir jetzt 3 komplett unterschiedliche Blickwinkel auf den Sprint hatten und deswegen alle irgendwie recht haben können und wir uns noch alle mögen hinterher. Na, das tun wir doch sowieso. Ja, manchmal überlege ich gerade. Aber du sagst Kittel, du sagst, es gibt sehr viele deutsche Siege und ich sage, die Anzahl der Sprintsieger wird sehr, sehr groß sein. Wobei ich da natürlich relativieren muss. Also ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass Marcel Kittel da jetzt alles in Grund und Boden fährt. Also ich gehe davon aus, dass er die meisten Sprintsiege holt. Marcel Kittel wird alles in Grund und Boden führen. Doch, hast du gesagt, habe ich gerade gehört. Ja. Marcel Kittel gewinnt in La Blanche de Belleville mit 5 Minuten Vorsprung. Okay, haben wir jetzt notiert. Wir haben dein Geld gesetzt. Better an der Würstchenbude. Mit einer Currywurst. So, lass uns zum nächsten Trikot vielleicht dann kommen. Wer macht's in der Bergtrikot? Ich glaube, ihr fangt mal an damit und ich bin gleich wieder da, okay? Ja, gut, fangen wir an, Thomas. Also Bergwertung wollten wir besprechen.
Also mein traditionell ist die Bergwertung und das ist eigentlich so ein bisschen schade. Oftmals eine Wertung, die ja nicht unbedingt an den besten Bergfahrer geht, aber an den Bergfahrer, der sich frühzeitig vielleicht aus dem Gesamtklassement so ein bisschen aussortiert fühlt und da dann ein bisschen mehr Freiheiten hat. Wen ziehst du denn da vorne? Also für mich eigentlich der heißeste Kandidat ist jetzt eigentlich Pierre Rolland, weil der wird nicht aufs Klassement fahren, weil das hat er beim Giro auch schon nicht gemacht und ist ein ja, sehr solider Bergfahrer und hat auch schon gesagt, dass er darauf schielt. Ja, also er hat es ja gestern gesagt nochmal und er hat ja auch mit Andrew Talansky und wie heißt der, Rigoberto Urán, ja zwei Fahrer, die jetzt ja priorisiert dann auf Gesamtwertung fahren sollen. Ich sehe es jetzt, also ich habe ein bisschen eine andere Meinung. Ich sehe da ja so ein Stück weit Thibaut Pinot eher in der Favoritenrolle. Auch ein Fahrer, der jetzt gesagt hat, ja, er fährt den Giro auf Gesamtklassement und bei der Tour schielt er dann eher so auf Etappensiege. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie es bei ihm läuft, wenn er vielleicht bei La Planche de Belleville da ganz gut vorne mit reinkommt, überlegt er sich es vielleicht anders, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn so ein Fahrer wie Thibaut Pinot da alles auf die Karte Bergtrikot setzt, dass er doch nochmal so ein Level über Pierre Rolland ist. Ja, oder wer weiß, vielleicht macht es auch wieder Rafael Majka, wenn der sieht, dass es mit der Gesamtwertung nicht so klappt. Und ich denke, für ein Team Bora wäre es auch strategisch gesehen sinnvoller, das Bergtrikot zu holen, als irgendwie einen siebten Platz in der Gesamtwertung. Absolut. Also die müssen ja einfach nur, die möchten ihre Bilder in der Tagesschau haben. Und wenn Maika da jeden Tag im gepunkteten Trikot rumspringt, ja klar, also bin ich völlig bei dir. Also auf jeden Fall, das muss vielleicht sogar die Strategie von dem Team Bora sein, ne? So oft wie möglich. Oder eine Strategie sein, kann das sein, die man umsetzen möchte. Nur so oft wie möglich in der Tagesschau. Und da wäre sowas natürlich hilfreich. Ich habe jetzt den Anfang natürlich leider verpasst. Pinot, Rolland, die Namen sind schon gefallen. Maika, De Gendt. So, auch ja, ich glaube, De Gendt, der hätte wirklich nur eine Chance, wenn jetzt wirklich sehr viel zusammenkommen würde. Also ich meine, es ist sicherlich ein Fahrer, der Qualitäten hat und dass er sicherlich auch mal während der Rundfahrt so ein Punktes-Trikot phasenweise mal tragen kann. Ich denke mal, das steht außer Frage. Aber die ganz großen Punkte werden bei der Tour eben bei den langen und großen Anstiegen da vergeben. Und wenn sich da wirklich mal einer der ganz, ganz guten Bergfahrer wirklich mal entschließt, aufs Bergtrikot zu gehen, ich glaube, dann ist De Gendt einfach schon raus aus der Verlosung. Okay. Also dann glaube ich jetzt noch mehr hinaus, darüber hinausgehend jetzt außer Pinot, Rolland, Maika, da wird es dann wahrscheinlich schon dünn. Ja, vielleicht, also für den Fall, dass ein Rafael Maika vielleicht doch im Gesamtklassement dann doch nicht ganz vorne abschneidet, vielleicht entschließt sich da auch ein Emanuel Buchmann da so ein bisschen aufs Bergtrikot zu schielen, ist ja jetzt auch nicht ganz ausgeschlossen. Ja, aber ich glaube, der geht eher auf ein anderes Wertungstrikot. Das weiße Trikot, meinst du das? Du entwickelst dich heute. Vielleicht auch das Gelbe, wer weiß. Du entwickelst dich zum Überleitungsfachmann heute. Sehr, sehr schön. Emanuel Buchmann, geht ums weiße Trikot, was wir jetzt vielleicht da mal ansprechen möchten. Für die, die es nicht wissen, bester Jungprofi, also die jungen Leute. Ne, ist das für die jungen Leute, wo wir nicht mehr zugehören? Also für alle, um es zu präzisieren, für alle Leute, die Jahrgang 92 und jünger sind. Mhm. Boah, 92. Ich krieg da ja eine Depression, aber ich krieg die Depression ja schon seit langem, aber kriegt ihr nicht langsam auch da eine Depression? Wie viel jünger die sind als ihr? Aber wir brauchen eure Traumata auch nicht aufarbeiten. Ist okay. Ich muss gestehen, Emanuel Buchmann sagt natürlich was. Simon Yates hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der noch so jung ist, weil er schon so lange irgendwie bei mir, weil er so oft schon auftaucht und so auf dem Schirm ist. Ja doch, also sind sehr, sehr jung damals bei Orica Profi geworden. Sind ja, aber jetzt das auch schon einige Jahre wirklich, muss man auch sagen, Weltspitze. Also vielleicht Simon jetzt aus meiner Sicht noch ein Stück weit vielleicht weniger erfolgreich als Adam Yates. Der war ja letztes Jahr sogar Vierter bei der Tour. Mhm. Adam Yates hat ja auch schon mal Klassiker San Sebastian gewonnen im Jahr 2015, was meine ich. Oder 2014 sogar, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Yates sicherlich ein Fahrer, den man, wenn es ums weiße Trikot geht, da zu den Favoriten zählen muss. Mhm. Und ich kann ihn wahrscheinlich nicht wieder aussprechen. Luis Manches? Ja, sicherlich der Top-Favorit auf das Trikot in meinen Augen. Mhm. Aber man muss sagen,
vielleicht ist es nicht der Maßstab, aber beim Kriterium Dauphiné hat Buchmann den in Schach gehalten. Ja, das hatten wir beim letzten Mal ja schon die Diskussion. Inwieweit war das jetzt ein Saisonhöhepunkt für Buchmann bei der Dauphiné oder war es nicht? Da ging ja die Meinung auseinander. Was meinst du, Chris? War das, hat sich Buchmann gezielt, klar hat er sich gezielt auf die Dauphiné vorbereitet, aber war das so sein Höhepunkt? Und nach dem Motto, alles, was danach kommt, ist dann eine schöne Zugabe, weil das habe ich mir damit erarbeitet, oder war das eine Zwischenstation zu der Tour? Frage an mich jetzt? Ja, gibt es nur einen anderen Chris, oder wie? Nee, Entschuldigung, war gerade ein bisschen abgehackt. Ja, ganz, ganz schwierig zu beantworten, die Frage tatsächlich. Also ich meine, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, damit sagst du, dass ich eine relativ kluge Frage gestellt habe beim letzten Mal schon. Ja, durchaus. Also wundert mich gerade sehr, weil ich bin verblüfft. Nee, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil, ich meine, klar, so ein Emanuel Buchmann spätestens mit der Entscheidung, dass er den Giro nicht fahren soll, war ja eigentlich klar, dass er den Blick Richtung Tour hat. Und man hat jetzt zu Beginn des Jahres ja mit Leopold König und Raphael Maika zwei Fahrer von Top-10-Tour-Qualität geholt, also wo man jetzt sagen muss, okay, das konnte man jetzt aufgrund der Leistung von Emanuel Buchmann im letzten Jahr jetzt noch nicht von ihm auch sagen. Von daher musste er ja relativ frühzeitig quasi schon erwarten, dass er bei der Tour eher in der zweiten Reihe antreten wird. Er wird für entweder Leopold König, für Raphael Maika knechten müssen. Vielleicht, wenn es optimal gelaufen wäre, hätte er vielleicht auch sogar hinter beiden angestanden. Dazu kommt, dass auch ein Peter Sagan noch im Team ist, für den man vielleicht dann auch mal hier und da, vielleicht auch mal, wenn es ein bisschen ansteigend ist, auch mal fahren muss. Das heißt, er musste sich eigentlich relativ unsicher sein, was bei der Tour da wirklich, was eigene Ambitionen angeht, wirklich zeigen kann. Von daher kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass man da den Höhepunkt eher so Richtung Dauphiné, wo er wirklich der Kapitän war, ausrichtet. Und weil er bei der Tour einfach, ich meine, klar, als Helfer, ja, bist du vielleicht dann doch nicht mit 100% Motivation manchmal. Ja, aber die andere Frage ist ja auch wieder, was musst du großartig helfen, wenn einer um den 5. Platz in der Gesamtwertung nur mitrollt? Ja, gut, das heißt dann trotzdem, dass ich in der 25-Mann-Spitzengruppe dann halt die Flaschen auch am Berg von hinten nach vorne holen muss. Ich meine, klar, ein paar Kräfte wird man da auch immer mal wieder verlieren. Klar, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass jetzt Tim Bora sich da jetzt am Berg für Raphael Maika vors Feld spannen wird. Das wird jetzt sicherlich nicht passieren. Aber ich glaube, dass man gerade als Edelhelfer bei einer dreiwöchigen Grundfahrt doch dann auch weniger Freiheiten hat. Also ich meine, ja, aber Tim Bora wird jetzt vielleicht auch mal so einen Markus Burkhardt vielleicht mal in eine Gruppe schicken können oder einen Jay McCarthy. Aber wenn da jetzt ein Raphael Maika da jetzt bei einer Bergetappe was zeigen will, dann wird er eher den Emanuel Buchmann bei sich halten wollen. Also ich meine, es zeigt einfach so ein Stück weit für mich so die Erfahrung, dass die Teams dann eher die Fahrer in die Spitzengruppe schicken, die vielleicht in der Teamhierarchie Nummer 3, 4, 5, 6 sind, als gleich den Zweitbesten. Kommen wir mal. Aber es ist rein hypothetisch, also da muss ich jetzt nicht recht haben. Ja, aber es ist auch eine spannende Frage. Nehmen wir mal an, jetzt Buchmann liegt im Kampf um Weiß nach der Hälfte der Tour noch gut dabei. Dann wird man das ja sicherlich, denke ich, also es wird schwierig, ob man dann das dann aufgibt dafür, dieses ganze Trikot, um einen vielleicht 5. oder 6. Platz von Maika. Nee, also das glaube ich dann tatsächlich auch nicht. Also ich denke, dass da dann Bora dann auch sagt, wir haben hier einen deutschen Fahrer, der ist bester Jungprofi, wir sind ein deutsches Team, dass sie da einfach auch sagen, Mensch, mit der Nachricht sind wir auf jeden Fall jeden Abend in der Tagesschau. Genau. Hängen wir dann dran fest und ob dann Raphael Maika von Platz 6 auf Platz 7 zurückfällt oder von Platz 9 auf Platz 10, das ist uns soweit dann ein Stück weit egal. Das glaube ich durchaus auch. Ja, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass man da eher den Weg geht und ob das gut ist oder nicht, möchte ich mal gar nicht bewerten im Moment, aber dass man da jemand Neues aufbaut, einen neuen Namen präsentieren will, für uns nicht neu, aber für die Masse an Fans, die dann vielleicht sich mal wieder eine Radsportübertragung anschauen und die vielleicht das auch nur in der Tagesschau verfolgen, da glaube ich dann auch, dass man
alleine diese, die Übergabe des Trikots, ne, hier unser neuer Jungprofi und so weiter und das letzte Mal Linus Gernemann und so weiter und so fort, bin ich auch felsenfest überzeugt, dass das nicht opfern klingt so hart, aber dass man da die Priorität dann umswitchen würde. Und bist du sicher, dass das letzte Mal Linus Gernemann im weißen Trikot für Deutschland war? Ne, absolut nicht. Aber das ist das letzte Bild, was ich im Kopf habe. Ich würde jetzt fast sogar auf Marcel Kittel tippen. Kann sein. Irgendein Hörer wird es wissen und wird es kommentieren. Also, da also weil er war ja schon mal im gelben Trikot zu Beginn der Tour. Und es müsste, meine ich, dann auch noch, wenn es 2013 oder noch vorher war, zu einem Zeitpunkt gewesen sein, wo er quasi noch in die Jungfahrerwertung noch mit reingezählt hätte. Boah, ach, also ich habe jetzt nur das, ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Also ich habe nur das Bild von Linus Gernemann irgendwie. Ja, also 2013 hat Marcel Kittel die erste Etappe der Tour gewonnen. Mhm. War damals noch im jungen Profibereich tätig. Das heißt, er hat zumindest 2013 weiß getragen, auch wenn da natürlich gelb dann überwog, wirklich tatsächlich getragen wurde. Also ja. Weiß, virtuelles Weiß, wie man dann so schön noch sagt. Ja. Mhm. Ich habe jetzt gerade die Liste der weißen Weißträger an. Also Andi Schneck hat 3 Jahre Gewinner Chronoschau-Liste. Ja, also das gab es schon häufiger, dass Fahrer ein paar Jahre in Folge das weiße Trikot hatten. Jan Ulrich gehört da ja auch dazu. Der hat ja prinzipiell 96, 97, 98 auch das weiße Trikot gehabt. Marco Pantani hat es, meine ich, auch 2 Jahre in Folge getragen. Also es gab schon ein paar Mal, dass sehr gute Fahrer da das weiße Trikot. Man muss sich auch immer vorstellen, also wer jetzt das weiße Trikot trägt, also da kann man auch wirklich von ausgehen, dass das mal jemand wird. Ne? Also wenn man sich so die Namen anschaut, Pinot, Quintana, Yates, Van Garderen, Pierre Laurent, da ist jetzt kein Rohrkrepierer dabei, außer dem Janne Cunego. Ja, wobei der auch noch eine ganz ordentliche Karriere hingelegt hat. Ja, aber der kleine Prinz, er hat oder Jaroslav. Es war halt eine Karriere, die sehr, sehr stark angefangen hat und ja, er hatte sehr, sehr gute Jahre, aber ich glaube, nach dem Amstel Gold Race, die kam ja nicht mehr wirklich viel. Wollen wir da in der Wunde vom Thomas nicht rumrühren? Nein, das machen wir nicht. Nee. Dann gehen wir lieber aufs Jahr zuvor zurück auf Jaroslav Popovic. Der ja auch. Ja, auch übrigens auch ein Fahrer, von dem ich mir damals auch ein Stück weit mehr erhofft hatte. Er war ja, glaube ich, Dritter, Vierter beim Giro. War dann, und übrigens 2005, als dieser besagte Jaroslav Popovic das Weiße gewonnen hat, das hat er nur gewonnen, weil Alejandro Valverde verletzungsbedingt aussteigen musste. Von daher, ansonsten wäre da Alejandro Valverde in der Liste gestanden, dann hätte man die Liste noch weiter nach hinten gehen können. Popovic ist für mich da vor allem in Erinnerung geblieben mit seinem Antritt Richtung, was war es, Courchevel, als er wirklich mitten im Anstieg, und das Feld hat vielleicht zu dem Zeitpunkt noch 15 bis 20 Fahrer betragen, losgesprintet ist, Armstrong am Hinterrad, und es war plötzlich Feuerwerk ohne Ende, und am Ende waren da nur noch Armstrong, wer war es noch, ich bin mir jetzt nicht sicher, Rasmussen, Valverde und Mancebo wirklich noch dabei. Und Jan Ulrich damals großer Verlierer, Basso auch großer Verlierer. Aber bis 15 ist er auch noch gefahren. Also war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass er so lange noch gefahren ist. Ja, doch, sein letztes Rennen war, meine ich, Paris-Roubaix. War es nicht so? Und dann, er hat 2016 noch bei Trek ist er noch gefahren. Ja, Paris-Roubaix war, meine ich, sein letztes Rennen. Da ist dann, Cancellara hatte da ja Probleme. Popovic hat sich nach hinten fallen lassen, aber konnte dann so gut wie nichts helfen. Ja. Also war mir nur nicht so bewusst. Aber kommen wir zurück zur Jetztzeit und schwelgen wir nicht in Erinnerungen. Vielleicht noch den Sieger von Courchevel 2005, kurz erwähnt, Alejandro Valverde, der Vollständigkeit halber. Jetzt kann man weiter. Kurz weggenickt, so wichtig war es mir nicht. Kommen wir zum wichtigsten Trikot, dem gelben Trikot. Wer wird es machen? Wen wünschen wir uns und wer wird es machen? Um diese zwei, machen wir erst die Runde, wer wird es machen und dann wen wünschen wir uns? Also, es wird machen, glaube ich, dieses Jahr Richie Porte. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich glaube, dass es Chris Froome wird. Thomas? Ich glaube, dass es Romain Bardet wird. Das finde ich ja geil, dass wir alle unterschiedliche sind. Schön, das freut mich. Ich würde sagen, jeder von uns spendet 5 Euro für irgendeine Organisation, wenn er falsch lag. Kann Ärzte ohne Grenzen oder irgendwas.
Also mache ich. Schön, also das ist ja eine Wette fast dann. Bardet? Du hattest ja in der letzten Sendung schon gemeint, okay, der war erst. Ja, ne? Der war im letzten Jahr Zweiter der Tour de France und auch mit dem Riesenabstand jetzt und hat in diesem Jahr eine hundertprozentige Vorbereitung eigentlich hingelegt und auch eine saustarke Mannschaft an der Seite. Ist so ein bisschen, eben hatten wir ja schon mal Black Horse, also ne, hat man nicht so richtig Dark auf dem Horse. Schirm? Dark Horse, danke. Hat man nicht so richtig auf dem Schirm, weiß man, aber ja, aber hier ist es ja jetzt auch nicht so, dass in Frankreich die große Euphorie jetzt da wäre, weil vor allem der ja natürlich in der Vorbereitung jetzt noch nicht bei seinen 100% war. Also hat bei der Dauphiné zwar ein, zwei gute Etappen gezeigt, aber ich denke, das war ähnlich wie bei manch anderem Fahrer Plan einer etwas gezielteren Vorbereitung auf die Tour. Wenn das in Frankreich nicht so honoriert wird, wo anders vielleicht, wo diese akribische Herangehensweise mehr honoriert wird, schön. Aber nichtsdestotrotz, also du hast vollkommen recht, also wir hatten es ja beim letzten Mal schon, ne? Also es ist nicht wirklich gewürdigt, dass er beim letzten Mal Zweiter wurde und auch setzt doch mal einen Zehner beim Wetten drauf, also kriegst 26 Euro raus, lohnt sich ja schon fast, da kann man ja schon fast mehr wetten. Roman Bardet. Ja, das, also nee, das ist überhaupt gar kein, wie soll man sagen, also es liegt eigentlich auch nahe, ne? Also du kannst ja aus vielen Namen da werfen und Bardet ist jetzt eigentlich keine, er hat sich bis jetzt noch nicht, schauen wir mal, was er bis jetzt gewonnen hat dieses Jahr oder was er überhaupt, wie viel Rennkilometer er hat. Kann man ja mal schnell nebenher schauen. Ergebnisse dieses Jahr vielleicht. Dauphiné 13. Nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Lüttich 6. Flèche Wallonne 13. Vuelta El Vasco 13. Katalonien-Rundfahrt 10. Paris-Nizza nicht dabei, nicht gefinisht. Aber du sagst schon. Ja, da wurde er nämlich disqualifiziert. Ah, okay. Hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Okay, aber jetzt noch keine wirklich guten Ergebnisse, aber jetzt auch nichts, was man ans besorgniserregend einstufen würde. Also du meinst, vor allen Dingen dann wahrscheinlich in der letzten Woche wird er richtig Gas geben, wird er kommen. Ja, die Tour wird, denke ich, am Issoire entschieden und wenn du dich bis dahin schadlos hältst, dann wer weiß. Okay. Vielleicht nach 1985 der erste Franzose, der es schafft. Für die Franzosen würde es mich freuen und klingt blöd, aber für dich würde es mich auch freuen, wenn du so einen Tipp raushaust und dann richtig liegst, dann werden wir dich bei uns in unserer Teamseite mit Foto mit Foto zeigen, weil das hast du ja verdient. Chris Froome, Chris, das ist ja, also dein Namens, ne? Also hier. Ja, ist ein Standard-Tipp, also ich habe eigentlich so das Gefühl, er hat einfach ein bockstarkes Team an seiner Seite. Also das ist halt sein, also denke ich auch sein großes Plus, also letztes Jahr hat man schon gesehen, okay, wird jetzt ein bisschen weniger, ist nicht mehr so super überlegen, aber die Mannschaft hat es halt noch ausgemacht, in diesem Jahr ähnlich vielleicht. Ja, also ich meine ganz ehrlich, er hat mit Mikel Landa einen Top-Bergfahrer an seiner Seite, Geraint Thomas, der nach dem Giro jetzt auch noch sicher heiß drauf ist, noch mal was zu zeigen. Er hat dann Sergio Henao an seiner Seite, der bei einwöchigen Rundfahrten mit zur Weltklasse gehört. Ein Mikel Nieve, über den man auch nicht sprechen muss, der auch am Berg sein Mannchen Kwiatkowski, der schon Weltmeister war, der im Zeitfahren top ist, der das Tempo über lange Strecken hochhalten kann, der jetzt dieses Jahr auch schon am Berg gezeigt hat, dass er auch wieder länger dranbleiben kann. Ein Luke Rowe, der bei den Klassikern die letzten Jahre immer wieder vorne dabei ist, der mega tempohart ist. Ein Kirienka, den man einfach am Anfang der Etappe einfach, da stellt man eine Geschwindigkeit ein und die fährt er einfach bis zum Ziel durch. Und dann noch erfreulich dieses Jahr auch wieder ein Christian Knees mit dabei, der da auch sicherlich sowohl am Berg als auch in der Ebene richtig gute Führungsarbeit leisten wird und der auch den entsprechenden Windschatten aufgrund seiner Größe bieten kann. Von daher irgendwie ein Team ohne Schwachstelle, wo ich mir halt einfach denke, dieses Team wird sehr, sehr viel vielleicht an Schwäche, die ein Chris Froome vielleicht dieses Jahr mehr hat als noch vor 2-3 Jahren, kompensieren können. Ja. Also ich und glaube, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt den Übergang macht zum nächsten Favoriten, Richie Port, genau. Da ist es ja eher so, dass er in den Bergen ein bisschen nachsitzen muss eigentlich.
Du meinst im Sinne seiner, also wie soll ich das verstehen? Also im Sinne von, er hat weniger Form oder er muss aufgrund seines... Nicht er selbst, sondern die Mannschaft, das Team. Besser gesagt. Mhm, okay. Ja, klar, also so ein Team muss man einfach, so ein Team kann man nicht ersetzen. Ne? Also das ist halt unfassbar, was da Sky irgendwie aufs Papier bringt. Ja, und, also man muss natürlich sagen, das ist letzten Endes auch eine finanzielle Geschichte. Das ist einfach auch nicht für jedes Team möglich. Also ich meine, klar, BMC hat jetzt auch nicht gerade wenig Geld zur Verfügung. Ich meine, man hat ja schließlich jetzt auch einen Craig van Avermaet mit im Team. Aber ich glaube, da wird es jetzt berghoch, wie Thomas schon sagt, relativ schnell, relativ dünn. Also man hat da noch einen Nicholas Roach im Team, der jetzt aber aus meiner Sicht auch schon so ein bisschen über seinem Zenit ist. Und Damiano Caruso, der jetzt zwar bei der Tour de Suisse gut aufgefahren hat, aber die Besetzung der Tour de Suisse war jetzt auch nicht auf Dauphiné-Niveau. Und dann kommt man schon in die Richtung Alessandro De Marchi, Amal Molinar. Das sind jetzt Fahrer, wo ich jetzt sage, okay, gut, für Ausreißergruppen, da haben sie sich schon bewährt, aber wenn dann ganz vorne die Post abgeht, ist es einfach vorbei. Stefan Küng, Michi Scheer, die braucht man jetzt da gar nicht mit reinnehmen, wenn es da bergauf geht. Und auch ein Craig van Avermaet und Danilo Wiss, da wird es bergauf relativ schnell aufhören. Also ich denke, da wird Richie Porte, wenn es da an die letzten 10, 15 Fahrer geht, relativ schnell isoliert sein. Ich weiß es nicht. Also alles, was man von Richie Porte jetzt gelesen hat, so in den letzten Tagen und Wochen, finde ich, also entweder er belügt sich da selber sehr, sehr gut oder er ist halt wirklich in der Form und hat gelernt aus der Vergangenheit. Also ich habe irgendwie das, bei mir ist so der Gedanke, also eigentlich der Tipp Chris Froome ist natürlich naheliegend und ihn jetzt als Sieger da zu tippen, ist jetzt kein großes Risiko. Ist kein Risiko, also ich meine, klar, er kann jetzt rausstürzen, in jedem anderen Fall gehe ich eigentlich davon aus, dass er ganz, ganz vorne mit ankommt. Genau, aber er ist für mich nicht so ein Fahrer wie damals Armstrong, der einfach nie Pech hatte. Also ich kann mir gut vorstellen, er hat jetzt oft genug Glück gehabt und einfach Statistik, ne? Ich sag mir irgendwie, er muss auch mal Pech haben und deswegen glaube ich dieses Jahr, ich wünsche ihm gar nicht, also ne, ich bin ja eigentlich ein Sympathisant, aber irgendwas wird dieses Jahr passieren, dass er Pech hat und unverschuldet, möglicherweise manchmal vielleicht auch verschuldet, in Situation gerät, dass er nicht gewinnt. Und dann wird es ein sehr, sehr spannendes Rennen und dann würde es, dann glaube ich, dass Quintana, den wir namentlich noch gar nicht erwähnt haben, dass Quintana es einfach nicht machen wird. Der ist zu müde. Und dass dann Port endlich, sage ich mal, also für ihn endlich den Sieg holen wird. Das, ich muss auch sagen, wenn wir gleich zu der Runde kommen, zu denjenigen, für die es mich freuen würde, von allen, die da am Start sind, würde es mich auch am meisten für ihn freuen. Jetzt ist das Internet zusammengebrochen oder die beiden fassen sich an den Kopf und denken sich, was für ein Idiot. Ja gut, er hat halt in den letzten Jahren also das Pech, dass ja andere Fahrer nicht hatten, also letztes Jahr mit diesem komischen Plattfuß, da, mhm. Ja, das ist halt einfach so, ja klar. Mhm. Aber deswegen, ich glaube, das wird Port. Der Name Contador ist auch noch gar nicht gefallen. Also spielt der für uns überhaupt keine Rolle? Also sieht einer von euch ihn auf dem Podium oder auf dem... Ist jetzt mit Sicherheit nicht mehr der Top-Favorit, aber für das Rennen ein unheimlich belebendes Element, denke ich wieder. Also ist auch bei der Streckenführung einer, der, wenn er dann mal ein bisschen Zeit hat, dann oder Zeit gefressen hat, dann wird er auch weit vom Ziel weg was versuchen und wer weiß, was sich da ja wieder ergibt. Und vom Team, rein vom Team her, schätze ich das Team Trek noch stärker ein als das Team BMC. Weil mit Pantano und Mollema hast du halt zwei super Berghelfer dabei. Aber also, Wenn ihr jetzt einmal abgesehen nur vom Sieg, glaubt ihr, er fährt aufs Podium? Also da müsste ja schon einer von, also ich denke mal, wir sind uns einig, dass das Podium mit hoher Wahrscheinlichkeit Chris Froome, Richie Porte, Nairo Quintana in welcher Kombination auch immer sein wird. Bardet kommt, ne, als wird vielleicht dabei sein und einen von den dreien noch rausschmeißen. Fabio Aru, seht ihr den auf dem Podium? Also er war also, bei der Dauphiné sehr stark. Also ja? Also überraschend stark. Also er hat ja den Giro aussetzen müssen, weil er da verletzt war und
er war bei der Dauphiné schon richtig, richtig stark. Also sicherlich ein Faktor und ich sehe ihn eigentlich auf jeden Fall in den Top 5 und wenn du es in die Top 5 schaffst, sagt man so schön, dann schaffst du es, wenn es passt, auch in die Top 3. Ja, und vor allem, wenn man noch sieht, also am letzten Wochenende, wie der da alle platt gefahren hat bei der italienischen Meisterschaft. Ja, das war also schon ein eindeutiger Fingerzeig in Richtung Tour. Andererseits hat auch Astana, ich weiß nicht wer, aber der sportliche Leiter von Astana, irgendeiner, auch gesagt, Fabio Aru oder Jakob Fuglsang, wir haben zwei Fahrer, die das Ding gewinnen können. Also die scheinen auch mit breiter Brust dahin zu fahren. Oder schon dazu. Ja, natürlich, nachdem die in diesem Jahr also das Team eigentlich waren, das das Pech am meisten an den Haken hatte mit dem Ausfall von Aru und dem Tod von Scarponi, wäre es denen auch zu gönnen. Ja. Also für mich ist so ein bisschen auch, was so durchscheint, auch im Gespräch mit euch jetzt immer mehr, mal abgesehen davon, dass Chris Froome vielleicht so Der Mannschaft einfach immer noch der Favorit Nummer 1 ist. Genau, aber das ist da drunter so zwischen Platz, wenn man jetzt Quintana, Port und Bardet vielleicht auf Platz 2, 3, 4 sieht, dass es da drunter auch noch sehr, sehr viele Fahrer gibt, die sozusagen oben an die Tür klopfen. Ne? Und das, wenn es, welche Tour war es, wo Contador und Froome ausgefallen sind, hat niemand die gewonnen? 14. Ne? Also wenn so eine Situation, man stelle sich jetzt mal vor, Quintana und Froome fallen aus, was das für eine Tour wäre. Ja, also wenn die beiden... Vogelwild, ja. Ja, also es kann sehr, sehr spannend werden. Und das liegt halt auch daran, dass die Teams sehr, sehr ausgeglichen sind. Viele Teams mit, wie jetzt zum Beispiel, als ein Beispiel mit Astana, mit Fuglsang und Aru mit zwei sehr, sehr guten Fahrern ins Rennen gehen, ne, dass auch da sozusagen sie unberechenbar sind. Die Movistar auch mit Valverde und Quintana und vielleicht noch einem anderen. Ja, ob man da den, aber um jetzt ein bisschen provozierend zu sein, ob da das Gefälle nicht größer ist als bei Astana, weiß man jetzt nicht. Oh, würde ich jetzt so nicht sagen. Oh, er ist aufgewacht. Also, nee, also muss man auch einfach so sagen. Also man muss jetzt einfach auch mal abwarten, wie Quintana den Giro verkraftet hat. Ja. Er hat beim Giro nicht den starken Eindruck hinterlassen, den man vielleicht vorher erwartet hätte. Also vorm Giro wäre er mein klarer Favorit gewesen, aber... Auch nach der ersten Bergankunft, also in der ersten Phase des Giros, war ich ja derjenige, der hier schon am lautesten geschrien hat, scheiße, der Giro ist vorbei. Ne, also ich nach den ersten Tagen war für mich klar, dass der das Ding ganz locker nach Hause fährt, dass ich am Ende aussuchen kann. Sag mal, für einen Valverde in seinen besten Zeiten wäre das der perfekte Tourkurs, den er hätte vorfinden können. Das ist so meine Aussage, die ich dazu tätigen will. Es ist die Frage, wie er das sehr, sehr gute Frühjahr verkraftet hat bei der Dauphiné. Gut, da ist er jetzt Neunter geworden, aber braucht man jetzt auch, muss man jetzt nicht viel zu sagen, aber er hätte da genauso gut Fünfter werden können. Er ist da sehr, sehr aggressiv gefahren, hat sehr, sehr viel frühzeitig versucht und dadurch, ja gut, hinten raus immer mal wieder auch Zeit gefressen. Also da würde ich jetzt das Ergebnis jetzt nicht zu stark überbewerten. Ich traue Valverde sicherlich eine hintere Top-10-Platzierung auf jeden Fall zu. Mhm. Vielleicht aus einer günstigen Situation heraus, vielleicht auch mehr. Also man weiß, wie gesagt, nicht, was Quintana hinsichtlich des Giros noch in den Beinen steckt. Ich kann mir das vorstellen, dass man vielleicht auch bei Movistar irgendwann vielleicht mal sagt, okay, wir switchen jetzt Kapitäne. Aber da muss man einfach abwarten, wie sich's entwickelt. Also für einen Prolog sehe ich jetzt Valverde beispielsweise vor Quintana. Ja, aber wir switchen jetzt die Kapitäne, das finde ich jetzt, also ist ja auch gar nicht nötig. Also niemand erwartet ja jetzt ernsthaft, dass in 3 Wochen ein Valverde im gelben Trikot auf den Champs-Élysées fährt. Also das, nee, aber er das kann meine ja. Ich meine, als interne Maßnahme. Also, dass man halt irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt halt einfach sagt: Hey, ihr seid gleich stark, wir machen jetzt nicht mehr. Also ich sag jetzt mal in Anführungszeichen diesen Scheiß vom letzten Jahr, wo ich Valverde in der Form sah, auch aufs Podium in Paris zu fahren, wenn er nicht da unsinnigerweise für Quintana da geknechtet hätte, weil Quintana war letztes Jahr bei der Tour nicht stärker als Valverde. Und wenn man da vielleicht auch frühzeitig sagt, okay, wir setzen unsere Prioritäten da ein Stück weit anders, ja, dann könnte es für Valverde vielleicht auch ein, zwei Plätze weiter nach vorne gehen. Aber ja, aber ob der jetzt Achter wird oder Sechster.
Weißt du, das ist ja, da sind wir wieder bei dem gleichen Beispiel wie bei der Tagesschau, ne, ob jetzt Achter wird oder Sechster, das ist für mich. Letztes Jahr, wir reden über dieses Jahr. Podium landen können. Ja, klar, aber ob er dieses Jahr dann Achter oder Sechster wird, Jacke wie Hose, ne, da braucht man nicht das zu diskutieren. Wobei er auch dieses Jahr auf dem Podium landen könnte, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ja, aber sagen wir mal so, dafür müsste aber schon sehr, sehr viele komische, also ich will nicht sagen Ungereimtheiten, aber warum? Dafür müsste schon, naja, also von den Fahrern sehe ich jetzt halt schon, also alleine die betrachten wir mal, wir haben gesagt Chris Froome, Richie Porte, ja. Bardet, Quintana. Das sind so die vier Fahrer, die wir definitiv schon mal vor ihm sehen. Ich würde auch noch einen Aru aufgrund seines Auftritts letzte Woche und aufgrund der bisherigen Saison vor ihm sehen, bei einer dreiwöchigen Rundfahrt. Ich sage nicht bei einer kurzen Rundfahrt. So, ich habe jetzt vergessen zu zählen. Chris Froome, Richie Porte, Quintana, Aru. So, dann sehe ich den Bardet, den wir auch schon gesagt haben, der tolle Saison hat oder so. Da sind wir schon fünf Fahrer, die wir mit hoher Wahrscheinlichkeit vor ihm sehen würden. Dann haben wir noch einen Contador und einen Vogelsang. Das sind noch 6 und 7. Dann hätten wir ihn jetzt auf einem realistischen 8. Platz. Klar, können da ein, zwei Fahrer vielleicht dann schlecht abschließen, ne? Aber dann haben wir noch einen Gerard Thomas, einen Maika, Pinot, Mollema vielleicht. Ne? Das kannst sind du alle rausnehmen. Kannst du alle rausnehmen. Ja. Ne, aber das wären alle auch noch Fahrer, die von hinten, ich meine ja, ich sehe ja nicht vor Valverde, ich sehe sie ja dahinter, aber die vielleicht auch durch viel Glück sich da vorspielen können. Deswegen glaube ich nicht, dass ich halte das Podium für sehr unwahrscheinlich. Sehe ich auch in der Situation so, wenn Quintana wirklich der Kapitän ist, ja. Aber letztes Jahr war es. Selbst wenn Quintana ausfällt, dann würde ich noch 5, 6 Fahrer sehen, die vor ihm da landen. Und davon müssten dann wiederum von diesen, sagen wir mal, 6 Fahrern, müssten mindestens 4 rausfallen, damit er aufs Podium fährt. Und das ist einfach, halte ich für unwahrscheinlich. Also nicht, dass ich, also ich gönne es ihm ja nicht, ne? Also ich bin ja nicht böse, wenn er es macht, aber ich halte es einfach für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Also da gebe ich dir recht, wahrscheinlich ist es nicht, aber es ist möglich. Ja, kann auch sein, dass ich noch heute Nacht einen Anruf bekomme, dass ich auch noch fahre fürs Team Bora. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich. Nein, ich glaube, ins Lächerliche müssen wir es, glaube ich, nicht ziehen. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also, ja, nee, aber ich sage es nur mal so. Also die Saison von Valverde spricht für sich. Also ich meine, er hat bei diversen Rundfahrten Contadoren auf Froome stehen lassen. Ja, und ich glaube auch, aber das waren, also ich glaube nicht, dass seine Stärke noch bei diesen dreiwöchigen Rundfahrten liegt. Also, ich glaube nicht, dass er bei dieser Tour auf dem Podium enden wird. Lass uns mal noch so zu den Teams grundsätzlich kommen. Also wir hatten das ja, wir haben es jetzt schon mehrfach einfließen lassen. Team Sky, Maß aller Dinge. Welche Teams sieht ihr denn mit ihren unterschiedlichen Aufgaben dann auch, die sie ja dann irgendwie umsetzen müssen, also im Sprint? Zum Beispiel, wo jetzt ein Team Lotto wahrscheinlich eher die Priorität setzen wird. Was sagt ihr sonst zu den Teams? Also was ist von Brida Marein zum Beispiel zu halten? Nichts. Nichts? Okay. also ist jetzt meine Meinung. Also Jon Izagirre, der wird sicherlich seine Möglichkeit haben, da vielleicht in die hintere Top 10 zu fahren. Ein Sonny Colbrelli hat vielleicht auch auf einer dritten Etappe eine gewisse Chance, wird auch in die Sprints reinhalten, aber ja, was soll da mehr kommen als vielleicht ein Etappensieg und dann vielleicht Platz 10 für Izagirre und vielleicht mal ein zweiter oder ein dritter Platz für Colbrelli, mehr sehe ich da nicht. Mhm. Dem Trek Segafredo, klar auf Contador ausgerichtet, Degenkolb so ein bisschen die Rolle des, ich will nicht sagen Jokers, aber desjenigen, der bei den Flachetappen und bei den kurzen Anstiegen am Ende es richten wird. Aber ich glaube, das steht und fällt das Team mit Contador. Ja. Ja, es ist ein bisschen zweigeteilt. Also du hast halt ein paar Leute für die flachen Dinger dabei und dann halt diese Bergfahrerfraktion. Und ich denke, ja, John Degenkolb, der hat da schon seine Freiheiten, aber hat jetzt natürlich kein Team richtig zur Verfügung. Ja, ja. Agir Désert, endlich ein Namen, den ich muss ehrlich sagen, ich habe es jahrelang falsch ausgesprochen, ich habe es von dir gelernt, Chris. Agir Désert von mit Bardet, auf ihn ausgerichtet, klar, da muss man auch nicht viel diskutieren. Movistar, Kapitän Quintana mit Co-Kapitän Valverde, so würde ich es mal nennen. Schön Jascha Sütterlin dabei.
Aber ansonsten bockstarkes Team, aber nicht immer noch so ein bisschen hinten dran im Vergleich zu Team Sky, die aber auch die ganz anderen finanziellen Möglichkeiten haben. Ja, gut, also ein Amador ist sicherlich noch ein Fahrer, den man erwähnen kann. Der war jetzt beim Giro mit der wichtigste Helfer für Quintana. Muss man auch jetzt mal gucken, wie er das Ganze verkraftet hat. Betancourt bei der Hammer Series irgendwie für mich so eine absurde Bergvorstellung geliefert, wo man wirklich mal abwarten muss, ob das jetzt wirklich jetzt bei der Tour auch nochmal in der Form möglich ist, was er da so geliefert hat. Ich bezweifle es ja eher so ein bisschen. Er hat in den letzten Jahren eher so ein bisschen mit seiner Fitness zu kämpfen gehabt. Castroviejo, ein ganz, ganz starker Fahrer, der jetzt sich vom reinen Zeitfahrer in den letzten Jahren so ein Stück weit zum auch Bergfahrer und Allrounder so entwickelt hat. Sicherlich ein ganz interessanter Mann, an dem ja auch Team Sky starkes Interesse geäußert hat. Mhm. Herrada, der neue spanische Meister, eigentlich für alle Terrains zu gebrauchen, aber dieses Jahr jetzt auch sehr, sehr viel Power auch in der Ebene. Also mit Benati da einen ganz erfahrenen Mann geholt. Erviti sowieso eine Bank. Letztes Jahr hat er das bei den Frühjahrsklassikern auch gezeigt. Und Jascha Sütterlin, ja, mit seinen Zeitvorstellungen da in der letzten Zeit sicherlich auch ein großer Beitrag dafür, dass er jetzt da mitfahren darf. Und ich glaube eigentlich für alle Terrains gerüstet, ohne jetzt auf einem Terrain wirklich jetzt perfekt besetzt zu sein. Aber ich glaube, das ist auch das, was diese Austragung so ein bisschen auch ausmacht. Mhm. Glaubst du, dass Sütterlin mitgenommen wurde? Also wäre es jetzt anders, wäre es ein gäbe es ein Mannschaftszeitfahren? Hätte ich das eher verstanden, dass er mitgenommen wird? So ist es doch dem deutschen Sponsor, also nicht dem deutschen Sponsor, sondern der deutschen Austragung geschuldet, oder? Glaube ich nicht. Nee, umso besser. Es würde mich mehr freuen. Also du kennst dich in dem Team besser aus. Es würde mich mehr, also ich bin sehr erfreut darüber, dass es nicht so ist. Nicht falsch verstehen. Also nein, ich weiß nicht, ob es nicht so ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass es nicht so ist. Also wird er so wertgeschätzt da. Sütterlin hat da sicherlich in den letzten paar Jahren da auch eine starke Entwicklung genommen. Nicht umsonst hat er ja schon einen langfristigen Vertrag bis 2019 auch bekommen und sogar schon letztes Jahr unterschrieben. Also dreijährige Verträge für ich sag jetzt mal, Helfer sind dann doch eher unüblich. Und er war ja auch letztes Jahr schon im Helferteam für Valverde beim Giro. Also Valverde ist ja damals den Giro auf Klassement gefahren und da war ja Jacques Sütterlin dabei und ich gehe da ganz stark davon aus, dass das auch eine große Rolle gespielt haben wird. Mhm. Also ich meine, klar, die jüngsten Leistungen jetzt im Zeitfahren sprechen natürlich auch nochmal dafür. Also er ist in super Form. Wer 15 Sekunden hinter einem Toni Martin bei einem 40-Kilometer-Zeitfahren landet, der muss was drauf haben. Bei der Dauphiné vor Chris Froome im Zeitfahren ist jetzt auch mal ein Fingerzeig, sag ich mal. Ja, als Helfer die besten Argumente geliefert. Und ja, was die Alternativen angeht, Dani Moreno war noch im Gespräch, Alex Dowsett, der es jetzt nicht geschafft hat, in England da britischer Meister zu, oder in Britannien nicht geschafft hat, britischer Meister zu werden im Zeitfahren. Wer war noch in der Verlust? Ach, ich weiß es jetzt gar nicht alles, aber ist auf jeden Fall super Leistung geliefert, kurz vor der Tour, also Formnachweis war da und letztes Jahr schon gezeigt, dass er da auch bei dreiwöchigen Rundfahrten zurechtkommt. Von daher, klar, also ich möchte es nicht ausschließen, dass der deutsche Faktor Tourstart in Deutschland eine Rolle gespielt hat, aber auch leistungsgerecht. Mhm. Um jetzt mal noch vielleicht ein, zwei, drei Teams noch anzusprechen. Arnaud Demar, FDJ wird auf die Sprints ausgerichtet sein. Richie Porte mit dem wahrscheinlich schlechteren Team, als es die Leute von Movistar und Team Sky haben. Astana mit der vermeint, ich will es, Doppelspitze, ist das eine richtige Doppelspitze, wie man es jetzt früher vielleicht mal beim Team Telekom hatte, oder ist es eher so Kapitän plus guter Adjutant? Ja, ich würde sagen, doch eher noch eine unterteilte Hackordnung so ein bisschen. Unterteilte Hackordnung, das klingt schön. Aru, da denke ich immer noch die geschütztere Rolle als der Vogelsang hat, aber sei es drum. Ja, die Leistung bei der Dauphiné, wo er vielleicht auch ein bisschen von dieser taktischen Konstellation den Rundfahrtensieg geholt hat, der Fugelsang, ist vielversprechend, aber ist natürlich auch schon jemand, der in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat, dass er dann doch eine Grand Tour nicht ohne einen schwachen Tag durchsteht. Und von daher eher die 1B.
Er ist auch, glaube ich, Vater geworden, oder? Hab ich das falsch in Erinnerung jetzt vor kurzem? Ich bin ja mehr für den Gossip hier zuständig als ihr. Meine ich schon. Müssen wir aber nochmal nachschauen. Ich glaube, ich habe auch sowas gehört. Ja, dann ist es so. Übrigens ein Fahrer, auf den ich mich noch sehr, sehr freue, ist bei Lotto Soudal Benot. Ein Fahrer, den ich jetzt schon vor 2 Jahren ziemlich klasse fand. Da ist er, glaube ich, auf Anhieb bei der Flandern-Rundfahrt gleich Fünfter geworden, damals mit 21 Jahren, was an sich schon eine großartige Leistung ist. Aber was man jetzt immer mehr merkt, der Kerl kann auch wirklich stark am Berg fahren. Also das meine ich jetzt bei der Dauphiné 14. geworden. Also ein Ergebnis, was bei der Konkurrenz jetzt wirklich auch richtig, richtig klasse ist. Bei der Mallorca-Rundfahrt teilweise vorne noch mit reingekommen. Also da bin ich mal richtig gespannt, wo bei ihm so die Reise hingeht. Ja, hätte man eigentlich gedacht, dass der so in Richtung Klassiker sich entwickelt, vielleicht so eine Art Bohnen-Nachfolger wird, aber ja, hat mich auch überrascht in den Bergen. Aber worauf ich mich noch, also wo ich gespannt bin, wie Orica Scott das aufteilt und Chavez. Chavez ist bislang aufgrund einer Verletzung ganz wenige Rennen nur gefahren, jetzt erst bei der Dauphiné Comeback gegeben, aber recht vielversprechend. Ja, und man hat ja auch gesagt, man will das weiße Trikot holen. Und ja, welche Rolle dann Chavez spielen wird, das steht ja auch noch in den Sternen. Mhm. Ja, klar. Also ist sehr, sehr offen. Also Roman Kreuziger hat man auch noch im Team, auch ein Fahrer, der in den letzten Jahren immer mal wieder in die Top Ten gekommen ist. Sehr, sehr starkes Team. Albasini für die, ich sage jetzt mal, schwierigeren Etappen, vielleicht dann auch für die Etappe 3, je nachdem, wie sie ausgefahren wird. Auf jeden Fall, Chavez ist ein sehr, sehr sympathischer Fahrer. Also ich freue mich eigentlich immer, wenn ich den sehe. Der hat nahezu immer ein Lächeln im Gesicht, so ein bisschen spitzbübisch kommt er immer daher. Also jemand, der auf jeden Fall immer gute Stimmung verbreitet. Dimension Data, Cavendish ist wahrscheinlich das große Fragezeichen. Quickstep, Marcel Kittel. Du glaubst kein Fragezeichen. Ich möchte es noch mit einem Fragezeichen versehen sehen. Wobei man auch sagen muss, bei Quickstep, Daniel Martin wäre jetzt auch bei so einer Tour einer, den ich in den Top 10 vielleicht sehen würde. Top 10 auf jeden Fall. Ja. Also das denke ich auf jeden Fall. Er hatte sicherlich auch schon ein paar Jahre Erfahrung, was dreiwöchige Rundfahrten angeht. Es hängt halt auch bei ihm immer so ein bisschen, denke ich, damit zusammen, wie ist das Wetter. Also ist ja auch ein Fahrer, der sehr, sehr unter diesem warmen Wetter leidet, weil er die ganzen Pollen und das ganze Zeug, was in der Luft ist, überhaupt nicht verträgt. Mhm. Bora-Hans Grumme, kommen wir mal zu dem Team, um jetzt vielleicht auch mal so die Sprünge etwas größer zu machen, weil jetzt wirklich also jedes Team dann nochmal, also klar, Direct Energy hat mit Vöckler auch einen wichtigen Fahrer, aber was haltet ihr von dem Team Bora-Hans Grumme? Ist es Burkhardt, Glückwunsch nochmal zur deutschen Meisterschaft am letzten Wochenende. Hat mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Es ist schon ein Stück weit ein Zugeständnis an Peter Sagan, möchte ich einfach meinen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ein Juraj Sagan unbedingt Tour de France Qualität. Ja, aber auch ein Stück weit ein Zugeständnis an Rafael Majka, weil Pavel Poljanski hat mich jetzt auch nicht so überzeugt im Gegensatz zu anderen Fahrern in der Vergangenheit. Also es ist genau, ein Team der Kompromisse? Ja, das kann man glaube ich sagen. Es ist halt, wenn du solche Fahrer einkaufst, dann bringen die halt, ja, sag ich mal, ihre 2, 3 Schlusszeichen Knechte mit, ja. Mhm. Ja, was ja auch solange die Leistung der Köpfe ist sozusagen rechtfertigt, ist es ja dann wahrscheinlich auch in Ordnung. Das muss man halt so mit, das kauft man mit ein. Genau, also für wen es mich sehr freut, ist Rüdiger Selig, dass er da sein Tourdebüt feiern darf. Wird sicherlich, also ich glaube zwar nicht, dass es da so einen eingespielten Sprintzug gibt, aber falls es sowas geben sollte für Team Bora, wäre wahrscheinlich Rüdiger Selig sowas wie der finale Anfahrer. Das freut mich auf jeden Fall. Buchmann, ja, war ein Stück weit klar, dass er dabei ist. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und ja, rückwirkend für Burkhardt freut es mich mega, dass er da den deutschen Meistertitel gewonnen hat. Hattest du ihn nicht auch bei der Bayern-Rundfahrt oder so mal im Interview? Bei Mailand Sanremo letztes Jahr. Ah, da war das. Da war der auch so grundsympathisch, oder? Also ja, wirklich. Also er hat sich da gerne jede Zeit genommen und also, ja, da gab es gar keine Berührungsängste. Null. Also
sehr, sehr netter Mensch auch. Und ich glaube, das wird auch in jedem Interview, egal wer es mit ihm führt, auch immer wieder deutlich. Ja, wir könnten jetzt noch Team Sunweb, natürlich mit Simon Team Geschke. Katjuscha ist auch noch zum Beispiel sehr spannend. Also klar, die haben im ersten Morgen mit Toni Martin den großen Aspiranten aufs gelbe Trikot. Mhm. Aber dann gibt es dann ja natürlich auch so ein paar, sag ich jetzt mal, Uphill-Finishes, wo ich fast schon Rick Zabel stärker einschätze als ein Alexander Christoph. Das wird spannend, wie sich da die Teamhierarchie ergeben wird, sozusagen. Ne? Der Christoph, der zu wenig abgenommen hat, oder der Zabel, der junge Wilde. Nils Pollett, auch mal gespannt, wie er sich da schlagen wird. Also das wird definitiv ein sehr deutsch geprägtes Team. Gibt es ein Team mit mehr deutschen Fahrern, frage ich mich gerade. Ich soll kurz husten. Sie haben ja fast nicht, ne? Nee, so viel haben sie gar nicht. Sie sind drei deutsche Fahrer. Da ja, Bora hat auch drei. Bora auch drei, genau, da wollte ich drauf hinaus. Ansonsten. Sunweb hat wie viel? Zwei. Geschke und Arndt. Nikias Arndt ja. Auch dabei, mit dem ich am Flieger saß. Wäre ich gestorben, wäre der Flieger abgestürzt, ich wäre gestorben, wäre ich mit Nikias Arndt verstorben. Ist immer die große Sorge, ne? Du stirbst in einem Flieger und irgendwer Berühmtes ist drin. Und denken alle immer so, ach, das war der Flieger von Nikias Arndt, der da unter abgestürzt ist. Lorenz den Damm, auch bei Team Sunweb, also auch einen Michael Matthews, eine Truppe, die man beachten sollte. Ja, gut, aber können wir eigentlich, glaube ich, einen Deckel drauf machen. Also klar, jedes Team hat sicherlich so ein paar Fahrer. Genau. Also aber ich glaube, die wichtigsten haben wir besprochen. Den einen oder anderen finden, der sich auch mit Sicherheit dann irgendwann im Laufe der Sendung die wichtigen wiederfinden werden. Ja, das war's dann eigentlich, oder? Gibt es noch irgendwas, worauf ihr euch besonders, also wollt ihr noch einen Moment, einen Fahrer oder eine Etappe, irgendwas rausgreifen, worauf ihr euch besonders freut? Ich freue mich besonders darauf, auf den Konflikt, den es mit dem weißen Trikot geben wird. Okay. Weil ja, das Team Sky haben wir unser und sonstiges schon vermerkt, auch ne? Das Team Trek werden in weißen Trikots antreten. Dass sie es aber überhaupt dürfen? Wie bekannt ist die das Fahrer für den besten, das Trikot für den besten Nachwuchsfahrer auch weiß. Also ja. Das finde ich dann schon ein bisschen komisch, wenn das zugelassen wird. Das hätte es unter Rafa zu Rafa-Zeiten nicht gegeben. Nee, verstehe ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, was das soll. Also was der Hintergrund das ist. Weil du weißt ja, dass du auch da irgendwie irgendwie einen Skandal hervor oder dass das nicht gut gehen kann. Muss man anders suchen. Nee, das wäre ja jetzt so, als würde Bora sagen, wir treten jetzt in gelben Trikots an. Wobei da, vielleicht gibt es da ja im Reglement, müsste man jetzt mal nachschauen oder jemanden kennen, der es weiß, vielleicht gibt es da, also ich meine mich immer erinnern zu können, dass es irgendein Team gab, was ein relativ gelbes Trikot, das scheint... Monze, die hatten das mal und mussten dann in pinken Trikots antreten und Mercatone Uno, die hatten das auch mal. Ich hatte jetzt an Lotto gedacht, dass das bei denen der Fall war, aber kann durchaus sein. Ne? Und dass die dann in anderen andersfarbigen Trikots antreten müssen. Also deswegen wird es beim gelben Trikot wahrscheinlich irgendeine Form von Regel geben. Aber das ja, aber ich denke was... einfach, dass die dann vielleicht dann Schlupfloch gefunden haben, was aber sehr, sehr schade für das Rennen wäre. Also ich verstehe das sowieso nicht, warum die jetzt auf... Das verwirrt ja den Zuschauer auch nur. Absolut, total. Fährt da jetzt das Team Sky in weißen Trikots rum, wo man die nur in schwarz kennt? Also da denkst du dir, was soll das jetzt alles unter 25-Jährige? Ja, Also weißt du, wenn ich, es gab ja mal, das fing glaube ich an vor 4 Jahren, dass die am letzten, oder 5, 6 Jahren vielleicht schon, dass sie am letzten Tag ein neues Trikot angezogen haben. Ja, das war aber Radio Shack. Genau. Die das mal auf der letzten Etappe gemacht haben, haben dann angehalten, die Trikots getauscht und wurden dann bitterböse abgekanzelt von der UC und von der ASO. Genau, und danach gab es ja dann die Regel, dass man einmal pro Saison das Trikot ändern darf, glaube ich. Ich glaube, das wird danach eingeführt. Mein Gott, wenn sie da jetzt irgendwie ihre 1200, Schweizer Franken Strafe zahlen müssen, das wird ihnen wahrscheinlich nicht wehtun. Ne, wenn man das am letzten Tag der Grand Tour macht, um irgendwie ein besonderes Ereignis zu kreieren, kann ich noch nachvollziehen. Also das finde ich okay. Wenn man aber jetzt jedes, also dass jetzt 2, 3, 4 Teams anfangen, zum Start der Tour ein neues besonderes Trikot zu tragen, welches sich farblich komplett vom Rest der Saison abtrennt, das finde ich hochgradig albern. Also gibt es für mich auch, also und ich würde es ja noch verstehen, wenn es irgendwie darum geht, Trikotverkäufe anzukurbeln. Ne? Also dass man sagt, okay, dann kaufen unsere Freunde und die Förderer und unsere Fans kaufen dann vielleicht dieses Trikot. Aber ich glaube nicht, dass die Anzahl der Trikots, die da verkauft werden, so dermaßen groß ist, dass sich das wiederum lohnt. Also mir will der Sinn des Ganzen sich nicht ganz erschließen.
Nee, werden wir sehen, wie das dann also ab morgen dann der Fall genau. sein wird. Und wenn das jetzt dazu führt, dass gewisse Wertungen unübersichtlich werden, dann finde ich das nicht nur, dann finde ich das nicht doof, sondern finde ich das ein richtiges Ärgernis. Also das soll wirklich nicht sein. Total dämlich. Ja, wer war das? Trek und Sky? Okay. Ja, komplett dämlich. Ist der Chris eigentlich noch da oder ist er kurz weggenickt? Ich bin noch da, aber so Trikotfarben, die jucken mich jetzt einfach nicht so direkt. Also ich bin ja immer noch ein Fan der alten Kelme-Trikots und die sahen jetzt auch nicht hübsch aus. Die verdecken gleich zwei Wertungen, das grüne und das weiße Trikot. Genau, gestreift. Ich habe extra noch, ich habe mir noch überlegt, ich fahre ja morgen früh nach Düsseldorf, also sehr, sehr früh wahrscheinlich sogar, habe mir noch überlegt, was zieht man denn dann so an? Also ich habe jetzt, ich habe noch gar nichts rausgelegt, fällt mir an, oh Gott. Habe dann aber extra noch meine Mappai-Mütze von früher gewaschen, damit sie sauber ist. Das war auch einmal quer den Farbtopf durcheinander gerührt genau, und dann genau, auf die Mütze ja. geschmissen. Ja. Vielleicht nehme ich ihn noch mit. Trikots. Dann hatten wir noch einen kurzen Skandal, den es vorher gab, den ich aus komischer Quelle zugespielt bekommen habe. Also Jan Backelands will es richtig krachen lassen. Also ganz ehrlich, ich habe es nur am Rande mitbekommen. Ich fand es jetzt eigentlich eher witzig. Also es sollte auch, denke ich, jetzt eher als witzige Aktion rüberkommen, als das, wozu es letzten Endes gemacht wurde. Also es ist ein bisschen in den falschen Hals geraten vielleicht. Ja, ich glaube auch. Also, er wurde, wenn ich mich jetzt recht entsinne, gefragt, ja, wie das jetzt so als Profi ist, da jetzt so 3 Wochen ohne Sex. Und ja. Da hätte er wohl geantwortet, ja, es gibt ja immer noch die Podium-Girls. Ja, und da kann man doch auch mit einem Augenzwinkern mal drüber hinwegsehen, oder? Ja, aber der Skandal wann er seine Eltern während der Tour anrufen würde, Backelands, wenn mir die Pornos ausgehen. Also für mich zeugt das nicht von einem übertriebenen Humor, sondern einfach ganz relativ großer Stumpfheit. Also für mich ist es schon noch im Bereich Humor anzusiedeln. Nee, also definitiv nicht. Der Skandal wäre noch viel größer gewesen, hätte Peter Sagan das gesagt. Ja. Nachdem er schon mal ein Podiumsgirl in den Hintern gekniffen hat. Ja, genau. Also das wäre wirklich so. Nee, also ich finde es einfach dumm. Also dumm und unnötig. Also weiß nicht, ist nicht mein Humor. Also ist ja in Ordnung, aber also ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass er nicht wegen Doping einen Skandal hat, weil das habe ich im ersten Moment befürchtet, als ich die SMS heute Nachmittag bekommen habe. Aber nee, also das ist wirklich so Niveau auf unterstem, nee, brauche ich nicht. Also, nee. Also. Ja, aber muss man da jetzt so eine große Nummer draus machen? Nee, muss man. Ich meine, man kann im Endeffekt sich denken, okay, also im Endeffekt kann sich ja jeder denken, ja, okay, gut, das hast du jetzt gesagt, war jetzt vielleicht nicht besonders helle, da würde ich jetzt auch mitgehen, aber da jetzt groß ihn öffentlich zu einer Entschuldigung auffordern. Das hat er gemacht, ne? Mein sincerest apologize to all those offended by my words in a so-called humoristic interview. Ja. My words have been inappropriate. Was heißt das, inappropriate, muss ich sagen, nicht genehmigt worden? Nee, das waren meine Worte waren naja, wurscht. Unverhältnismäßig oder irgendwie sowas. Ja. Für mich die Quintessenz des Ganzen, die meisten Sportler sollten halt auch gar nicht versuchen, witzig zu sein. Es geht nach hinten los. Außer Peter Sagan. Ja, weiß ich nicht. Komm, mir fällt jetzt keine Situation ein, wo ich ihn witzig fand. Wo mir negativ aufgefallen ist. Wobei ich jetzt beispielsweise gestern Markus Burkhardt auch klasse fand, als er gesagt hat, es ist schön mit Peter Sagan Rad zu fahren. Ja, genau. Das Einzige, was noch schöner wäre, mal mit Jens Vogt zusammen in einem Team gefahren zu sein. Das fand ich gestern klasse. Ja, aber das war irgendwie die lustigste Situation. war toll. Aber ein Burkhardt, weil das meine ich damit, ne? Ein Burkhardt, den, da würde ich mir als anders, wenn ich einen Backelands oder einen Sagan oder lassen wir es mal bei den beiden, weil wir jetzt über die gesprochen haben, wenn ich die als Teamchef zu einem Interview schicken würde, ne? Dann würde ich immer denken, oh, hoffentlich geht das gut, ne? Ich würde jetzt nicht daneben stehen und direkt sagen, stop, der Interview. Aber da würde ich mir eher Sorgen machen. Ein Burkhardt würde ich, glaube ich, jederzeit zu jedem Interview der Welt schicken. Und ob es die Fatz ist oder der Playboy, würde ich mir keine Sorgen machen, dass er in irgendeiner Form in Fettnäpfchen tritt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also, wobei ich das letztes Jahr auch beim Giro bemerkt habe, das war bei den Movistar letztes Jahr auch so. Es gab jemanden, der wollte, also ich war in Südtirol.
am Teambus vom Team Movistar. Und jemand neben mir wollte Giovanni Visconti interviewen. Und da stand dann wirklich der Pressevertreter, ich glaube, das war sogar der Sohn von Unsur, stand rechts außerhalb von dem Bereich und hat auf jedes Wort gehört, was Giovanni Visconti da wirklich gesagt hat. Okay. Und hat dann wirklich mit Gestiken und so weiter klar zum Ausdruck gebracht, das wird so nicht übernommen, so geht das nicht, wir stoppen das Ganze oder so weiter. Gell? Ja. Und dann habe ich ihn Jascha Süterlin angesprochen und keine Sau hat sich dafür interessiert, was ich mit ihm gesprochen habe. Gut, ja, das kann jetzt auch mit reinspielen, dass Visconti natürlich dann schon ein Fahrer ist, der jetzt, was den Giro angeht und auch die mediale Berichterstattung, natürlich einen anderen Stellenwert beim Giro hat als jetzt Jascha Süterlin, aber wo ich schon auch das Gefühl habe, dass es da auch schon Unterschiede gibt, wie man... Und du hattest wahrscheinlich kein Mikrofon in der Hand einfach auch. Doch. Ach so, ja dann. Ich hatte ja das Aufnahmegerät. Ach ja, stimmt. Ja. Also ich habe das ja aufgezeichnet, aber... Ach, ja, ja, ja. Ja, aber ja, aber dass man vielleicht auch dann dem einen oder anderen Fahrer mehr oder weniger zutraut, beziehungsweise das Medium, mit dem er spricht, vielleicht das Wichtige als wichtiger betrachtet als das andere. Ja. So, wir haben circa 22:11 Uhr am Tourvorabend. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Nein, so können wir es nicht machen. Eine Sache noch. Wir müssen auf jeden Fall noch auf Team Toto hinweisen. Ah ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Es gibt noch die Möglichkeit, bis morgen, ich schätze mal bis zum Start, ein Team aufzustellen bei Team Toto. Wir haben da eine Velo Home Liga. Wir möchten alle von euch, die da Interesse haben. Du schreibst das morgen bitte nochmal in unseren Facebook-Account rein und mit Link und so gerne, weiter. Gerne darauf aufmerksam machen, dass ihr da teilnehmen könnt. Beginnt mit dem Prolog. Da könnt ihr euer Prolog-Team aufstellen. Ihr müsst da nicht unbedingt Zeitfahrer aufnehmen. Aus taktischen Gründen kann es auch sein, dass man vielleicht den einen oder anderen Sprinter mit raufnimmt. Guckt es euch mal bitte an. Vielleicht ist es was für euch. Darauf wollte ich euch nur nochmal hinweisen. Jeder, der in der Gesamtwertung, wie sagt man dann? Ist das die Gesamtwertung? Ja, jeder von unseren Teilnehmern, der da mitmacht und am Ende vor mir landet, kriegt von mir persönlich mal ein Bier ausgegeben. Und kriegt von mir ein zweites Bier zugeschickt. Ich wollte auch gerade so einen Anreiz da bringen. Insofern sehr, sehr gut. Ja. Wollen wir ein Schlusswort noch bringen? Zum einen hat es mich sehr, sehr gefreut, dass du mal wieder an Bord warst, Chris. Absolut mal ironiefrei von mir. Nee, also ich sage auch mal ganz ehrlich, es hat sich jetzt, was die technische Situation angeht, jetzt auch wirklich wieder ein Stück weit vereinfacht. Man muss dazu sagen, es ist nicht einfach für uns, so eine Sendung zu produzieren und für mich zu veröffentlichen. Fall mir jetzt nicht in den Rücken. Also, ich drücke hier gleich auf Publish und dann ist das raus. Also bis jetzt war das kein Problem. Von daher hat sich der Aufwand auch ein Stück weit reduziert im Vergleich zu früheren Monaten, möchte ich sagen. Von daher kann ich mir das schon auch vorstellen, jetzt in der Zukunft wieder ein Stück weit häufiger mit dabei zu sein. Ich muss aber, darf ich kurz zwischengrätschen? Wir hatten heute ein bisschen Problem mit dem Stream. Das ist, weil wir einen anderen Anbieter haben und ich mit dem alten noch nicht so wieder richtig zurechtkomme. Da muss ich mit dem Markus nochmal sprechen. Wir hoffen, dass wir das mit dem Stream dann auch wieder bald hinkommen. Also für die Hörer, die sich heute im Stream bewegt haben und damit nicht glücklich waren, das tut mir echt leid. Also ich habe es gestern nochmal wirklich getestet extra dafür. Das wird jetzt, nachdem wir den Fokus so ein bisschen auf die Aufnahme gerichtet haben, wird das so mein nächster persönlicher Fokus sein. Nur als Information an euch. Okay. Auf jeden Fall hat sich einiges verändert und ich kann mir das vorstellen in der Zukunft. Vielleicht wieder ein bisschen häufiger dabei zu sein. Aber ey, Thomas, muss das man gewusst, dann ne? natürlich sehen, was sich Thomas und Christian dann auch zumuten kann. Also die leiden ja da dann doch am meisten unter mir. Von daher ja. müssen wir das nochmal absprechen. Ja. Aber hat mich gefreut, wieder an Bord zu sein. So, Thomas, du packst jetzt die letzten Kartons aus. Und eine blöde Frage. Das muss ich jetzt gleich nochmal recherchieren. Habt ihr schon eine Startliste von morgen gesehen? Ja. Gibt's? Okay. Gibt's. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Wisst ihr, wann jetzt so Tony Martin, Chris, also wann so Martin, Froome und so starten? Eher früher oder später? Oder das wird sich ja wahrscheinlich bis morgen eh noch wegen des Wetterberichts ändern. Moment. Also ja, aber genau sagen. Oder ist das jetzt, also das wisst ihr besser als ich, wenn jetzt die Startliste raus ist, ist es sozusagen in Stein gemeißelt, also es wird sich nicht mehr ändern? Ja, wenn sie jetzt raus ist. Toni Martin startet um 18:20 Uhr direkt hinter André Greipel und zwei Plätze vor Marcel Kittel.
Hä? Da muss ich jetzt mal kurz, also da möchte ich jetzt nochmal die Sendung nochmal kurz nach vorne bringen. André Greipel, Marcel Kittel und Toni Martin starten hintereinander voreinander? Nein. Greipel 18-19, Toni Martin 18-20, Marcel Kittel 18-22. Ja, ja, also die starten sozusagen kurz vor und hintereinander. Direkt hinter, also in einer Gruppe. Was macht das für einen Sinn? Also, ja, sie sind halt die Kapitäne ihrer Teams. Aber müssen die Kapitäne hinten starten? Oder müssen sie nicht. Nee, eben. Wann startet denn Froome zum Beispiel? Chris Froome startet als letzter Fahrer, als Vorjahressieger. Der muss als letzter starten um 18.32 Uhr. Ist das so, dass er starten muss als letzter? Okay. Ja. Ja, aber gut zu wissen. Also ich hätte jetzt also eigentlich gedacht, Es ist Entscheidung der Teams, welche Reihenfolge sie wollen. Außer, nein, auch der Kapitän muss nicht als letzter starten. Als nee, außer der Sieger des letzten Jahres, das meinst du ja gerade. Das ist mein Kenntnisstand. Also ich meine, dass der Vorjahressieger als letzter starten muss. Okay. Ich hätte, gut, wichtige Informationen, weil ich dachte eigentlich, dass es um 18 Uhr Schluss ist. Also ich weiß gar nicht, ob ich dann so lange bleiben kann. Ja, aber es geht ja auch nur so kurz. Also es sind ja nur... So, du warst jetzt kurz weg, Thomas? Es geht ja auch nur 14 Kilometer, von daher ist das ja, aber meine Informationsstand war, 15 Uhr starten so ungefähr die ersten. No, dann haben ja, wir mal gerechnet, ist auch so. Ja, aber du musst ja, natürlich. 180 Fahrer ins Ziel bringen. Ja, aber ich dachte immer so eine Minute Abstand am Anfang, also 60. Ja, aber ist ja so, 180 geteilt durch 60. Ja, jetzt Scheißmodus hier bei euch oder was. Hier, den, wie heißt der Typ da hinten, den Chris, den laden wir nicht mehr ein, das machen wir nicht mehr. Dem ziehe ich das Kabel raus. Alles klar. Also beispielsweise interessant, Romain Bardet startet jetzt nicht als letzter seines Teams. Aha, sondern wann? Zumindest nicht als letzter. Also Roger Bardet startet 17:47. Also letzter ist Latour. Aber die werden ja zumindest, also mein Gedanke ist gerade auch, ich werde mich ja morgen ein bisschen so nach dem Wetter richten müssen. Ne? Und vielleicht also, auch ganz vielleicht noch interessanter, Richie Porte startet auch nicht als letzter seines Teams. Stefan Küng ist es. Okay. Ja, aber nichtsdestotrotz, also Richie Porte wird wahrscheinlich auch irgendwas um 17 Uhr 20, 30, 40 irgendwie so starten. Ja, 18.06 Uhr. Ja, es geht mir nur darum zu wissen, die werden ja alle so spät starten, weil der Wetterbericht voraussagt, dass das Wetter im Laufe des Tages besser wird. Ja, und das ist ja für jemanden, der sich überlegt, wie lange bleibt er, wird er anreisen, wann und so weiter, auch eine Rolle spielt. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Alles klar, wir machen jetzt die Kiste zu. Wer morgen, wenn ihr diese Folge hört, noch bevor ihr morgen in Düsseldorf auftaucht, am besten folgt ihr dem Wiederhome-Podcast-Twitter-Account. Da kann man mich kontaktieren, wenn ihr morgen Hallo sagen wollt und wenn das sich zeitlich einrichten lässt, immer gerne. Und jetzt machen wir langsam aber sicher diese fast zweieinhalb Stunden Folge dicht, damit ich das auch alles noch hochladen kann, den ganzen Dreck, die ganze Folge. Und dann schauen wir weiter. Einen schönen Abend und genießt die Tour, habt ganz viel Spaß. Von uns, dem Thomas, dem Chris und mir. Ciao, ciao. Ciao.